Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 155, diesmal als Lage live aus der Universität Hamburg. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Hamburg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nicht zu viel bewegen, ja, sonst wird's warm. Genau, wir sind im Audimax der Uni Hamburg. Ganz herzlichen Dank. Wir müssen uns bei der Gelegenheit auch bei ein paar Leuten bedanken, die uns hier kräftig unterstützt haben. Das ist einmal Dr. Nora Markert, die uns hier an die Uni eingeladen hat. Genau, die ist hier Professorin, Juniorprofessorin. Genau, und natürlich auch ihr Team, ja, der Lehrstuhl von Professor Markert unterstützt uns hier auch ganz großartig. Zum Beispiel die Tickets haben die Damen und Herren gescannt. Dankeschön geht auch an Maurus von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, der das Lehrstuhlteam koordiniert hat. Und dann gibt's natürlich das Team der Ponybar, die draußen für die Drinks sorgt. Da gibt's also jetzt vorher, habt ihr schon ein paar genommen und hinterher, das ist ja immer das Schöne an dieser Veranstaltung, können wir dann noch zusammenstehen und noch gemeinsam ein Glas Milch trinken. Ja, ist wirklich wunderschön, hier zu sein. Vor allem Wahnsinnspublikum. Genau. Wirklich ganz tolles Publikum. Letztes Mal waren wir in der Kulturfabrik zu Gast. Kennt bestimmt der ein oder andere hier aus Hamburg. Das waren, glaube ich, 150 Leute. Und heute sind es mehr als 1000. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wir hatten ja in der letzten Lage schon mal auf unsere Umfrage hingewiesen, die läuft wie Rakete, wir brechen da irgendwie alle Rekorde oder ihr brecht Gibt es alle Zahlen? Rekorde. Also das Letzte, was ich gehört habe, das ist auch schon eine Woche alt, waren über 3000. 3000 Leute? Mitgemacht haben. Wow. Also das ist für diese Leute, die das da organisieren, wohl nicht so alltäglich, dass da so viel mitmachen. Deswegen hier nochmal der Aufruf umfrage.audio/lage. Wie gesagt, für uns super, super, super interessant und für euch die Möglichkeit, uns mal zu sagen, was sich denn ändern sollte, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, etc. Das ist für uns eine ganz super Option. Deswegen danke, dass ihr mit Genau, habt. Apropos Optionen, da gab es ein paar Anmerkungen, dass wir natürlich die dritte Option, das diverse Geschlecht, hätten explizit aufnehmen sollen. In der Umfrage heißt es irgendwie Männlein, Weiblein. Stimmt, hätten wir machen sollen. Haben wir irgendwie nicht gesehen. Das war so in der Vorlage vorgegeben und haben wir verpennt. Tut mir leid. Man kann die Frage aber auch einfach überspringen und das hat dann denselben Effekt. Ja, dann taucht ihr eben nicht als Männlein, Weiblein auf, sondern als divers und das passt auch. Also die Frage wird nicht explizit gestellt, aber es ist auch kein Problem. Genau, genau, wir können das jetzt nicht mehr anarbeiten, weil dann das Ergebnis irgendwie verfälscht würde, aber wir freuen uns sehr, wenn ihr noch mitmacht. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, springen wir gleich rein. Angesichts der Temperaturen jenseits der 40 Grad genau. Muss man einen kühlen Kopf behalten. Genau, wir geben uns alle Mühe und kommen zu unserem ersten Thema. Apropos kühler Kopf, das fällt, glaube ich, manchen schwer, einen solchen zu bewahren, angesichts der Pläne, die Berliner Senatsverwaltung für, ich glaube, Stadtentwicklung. Stadtentwicklung macht das genau. Wir haben das mal reingenommen, weil das natürlich ein Thema ist, was wahnsinnig viele Leute bewegt. Die Mieten explodieren nicht nur in Berlin, sondern auch hier in Hamburg und an allen möglichen anderen Orten. Und das, was die Berliner da eben planen, den Mietendeckel, das könnte durchaus, also schaut zumindest die ganze Republik drauf und die Frage ist, kriegt die Politik diese Mietenexplosion in den Griff und wenn sie es in den Griff kriegen, kriegen sie es so in den Griff, wie sie es in Berlin machen. Das ist sicherlich ein Modellprojekt, wie immer das da jetzt auch ausgeht. Wird das großen Einfluss haben und deswegen gucken wir uns das hier mal genauer an, weil das ja auch ein Riesenthema ist. Genau, wir haben uns gedacht, wir gucken uns auch noch mal ganz kurz an, was bedeutet eigentlich dieses Thema, die Mieten steigen. Natürlich kann man einmal auf die Preise gucken, die da gerade so, die Leute zahlen, ja? Also die Durchschnittsmieten, die sind gar nicht so gigantisch hoch. Was wirklich gestiegen ist, das sind die sogenannten Angebotsmieten, also für die Neuvermietung. Da zum Beispiel haben die Wohnungssuchenden 2018 doppelt so viel zahlen müssen im Schnitt wie vor 10 Jahren. Also die durchschnittliche Angebotsmiete hat sich in Berlin gesteigert von 5,59 Euro im Jahr 2008 auf im vergangenen Jahr 11,09 Euro. Ja, das ist schon mal krass. Das hat auch große Auswirkungen in der Praxis. Es geht also nicht nur um die gezahlten Euro pro Quadratmeter, sondern es geht vor allem um das sogenannte Delta, also diesen extremen Sprung, dass die Mieten heute bei Neuvermietung so viel teurer werden. Das hat nämlich dramatische Folgen. Also zum einen Angst vor Verdrängung. Ne? Es gibt nicht wenige Vermieter, die Eigenbedarf letztlich faken, ja, weil sie hinterher die Miete verdoppeln können. Klar, der ökonomische Anreiz ist sehr stark und da lohnt es sich einfach auch schon, einfach mal die Tochter so fake-mäßig für ein Jahr einziehen zu lassen unter dem Stichwort Eigenbedarf. Denn selbst wenn die Wohnung ein Jahr leer steht, hat man das hinterher schnell wieder drin. Und die Konsequenz ist, wenn die Mieten eben bei Neuvermietung so viel teurer werden, dass ein Wohnungswechsel unmöglich wird.
wird. Ja? Das heißt, Menschen können nicht mit ihren Partnerinnen zusammenziehen, weil man einfach gemeinsam keine bezahlbare Wohnung findet. Kinder müssen gestapelt werden. Aber ja? Es gibt Stapelbetten. Das ist das Konzept des Hochbetts, so. Ja, aber das ist ja auch je nach Alter des Kindes vielleicht nicht mehr so ganz angemessen. Und es führt auch einfach zu einer krassen Fehlverteilung des Wohnraums. Ne? Leute hocken in viel zu kleinen oder in viel zu großen Wohnungen, weil jeder Umzug die Miete explodieren lässt. Ne? Jeder kennt diese Geschichten, die Rentnerin bleibt auf 120 Quadratmeter wohnen, auch wenn die Kinder längst aus dem Haus sind und der Mann verstorben, weil das halt billiger ist als die 40 oder 50 Quadratmeter heute. Deswegen großes Problem ist vor allem dieser Delta, dieses sogenannte Delta, ja, dass also die Mieten heute so viel teurer sind als vor ein paar Jahren. Daher die brennende Frage, Philipp, wie bekommt die Politik die Mieten in den Griff? Und da hat ja Berlin schon diesen Mietendeckel angekündigt und als jetzt, wann war das eigentlich, Mitte der Woche, ne, wurde dieser erste Entwurf bekannt. Ja, ich glaub, und da habe ich mir, schon eine Dose Popcorn aufgemacht, weil der so krass war und ich dachte, okay, also da versucht jemand wirklich das Ding mal zu erschlagen und das war eigentlich für mich so Beispiel für wirklich mal so richtig schönen linken Populismus, da hat man ja auch lange nachgesucht. Jetzt wurde der ein bisschen, deswegen gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein, was in diesem ersten Entwurf stand, weil er natürlich jetzt, und das war eigentlich nicht so furchtbar überraschend, nochmal überarbeitet werden musste. Und jetzt ist also da dieser zweite Entwurf und der soll aller Wahrscheinlichkeit nach gesetzt werden zum 11.01. Ne? Ja, genau, im Januar. Mhm. Und da ist also dieser Mietendeckel jetzt vorgesehen. Was heißt das? Also zum 11. Januar nächsten Jahres sollen die Mieten auf dem Stand von 18.06.19 eingefroren werden. Also für erstmal 5 Jahre. Genau, das ist erstmal eine befristete Maßnahme und das bedeutet, dass eine Erhöhung von Mieten über diese Deckelbeträge, zu denen kommen wir gleich, in aller Regel nicht mehr möglich ist. Also in bestehenden Mietverhältnissen keine Erhöhung und bei Wiedervermietung darf keine höhere Miete als im Deckel vorgesehen kassiert werden. Ausnahme bei Neubau, der ab 2014 bezugsfertig geworden ist und in bestimmten Fällen kann es sogar zu einer Absenkung von Mieten in bestehenden Mietverhältnissen kommen. Und diese Obergrenzen, die basieren auf dem Mietenspiegel von 2013, gibt einen Inflationsausgleich und im Kern läuft das auf sowas raus. Wohnungen, die bis 1949 erstmals bezogen wurden. Ja. Altbauten, ja. So, ja, also Prenzlauer Berg, überall 6,27 Euro ist die Höchstmiete. Und das ist nicht viel. Und die neueren, also ab 14 kannst du nehmen, was du willst. Und zwischen 2003 und 13, also diese durchaus neueren Wohnungen, da geht das so bis 9,80 Euro hoch. Genau, und da gibt es noch so ein paar Aufschläge auf diese Mietendeckelbeträge, zum Beispiel 1,40 Euro pro Quadratmeter, falls die Wohnung in den vorangegangenen 15 Jahren saniert wurde, 10%, wenn es ein Ein- oder Zwei-Familienhaus ist und Bei Sanierung kannst du auch 1 Euro pro Quadratmeter draufhauen, musst es aber beim Bezirksamt anzeigen und wenn es höher ist, müssen die das genehmigen. Aber im Grundsatz muss man sagen, einfach relativ niedrige Mietbeträge. Relativ niedrige Mietbeträge, also deutlich niedriger eigentlich alle Kategorien, die sie da haben, deutlich niedriger als das, was heute im Mietspiegel durchschnittlich gezahlt wird für diese Wohnung. Und es gibt, wie gesagt, diese theoretische Möglichkeit, bestehende Mieten abzusenken. Genau. Das war in diesem ersten Entwurf quasi der Standard. Jetzt ist es nur möglich, wenn deine Ausgaben für diese Wohnung, für die Miete, mehr als 30% des Haushaltseinkommens. Genau. Vielleicht, um das noch ein bisschen plastisch zu machen, stellen wir uns vor, jemand hat eine Wohnung schon eine Weile gemietet und die Miete, die da vereinbart wurde, liegt eben über dem, was nach dem Deckel bei einer Neuvermietung zulässig wäre. Dann kann man grundsätzlich mal einen Antrag stellen beim Bezirksamt und das Bezirksamt kann dann entscheiden, diese Miete wird abgesenkt, aber das Bezirksamt prüft da eben, ob die Miete mehr als 30% des Haushaltseinkommens beträgt. Das heißt also, da sollen tatsächlich nur die Menschen geschützt werden, für die die Miete eine erhebliche Belastung darstellt, denn sonst würde man im Grunde da letztlich Menschen schützen durch eine Mietabsenkung, die das vielleicht ökonomisch gar nicht braucht. Genau, es gibt aber auch faire Mieter, die sozusagen bisher sehr niedrige Mieten genommen haben. Vermieter, weil sie ihre Mieter mögen und so weiter, die dürfen jetzt die Mieten anheben schrittweise, immer so am Inflationsausgleich orientiert, bis zu diesen Maximalbeträgen. Ganz genau. Also mit anderen Worten, der Deckel ist tatsächlich ein Deckel in beide Richtungen. Er bedeutet also nicht, dass gar keine Mieterhöhung mehr gibt, aber eben nur noch begrenzt auf dieses Niveau. So, das nennt man atmenden Deckel. Ne? Und es gab auch mal die Idee, Eigenbedarfskündigung genehmigungspflichtig zu machen. Ja. Das ist vom Tisch, wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen. Ja, das wäre ziemlich klar verfassungswidrig gewesen. Das heißt jetzt unterm Strich, was sind das für Konsequenzen, wenn das Ding so kommt? Das ist ja jetzt ein Referentenentwurf, da werden Verbände angehört, da gibt es noch Austausch unter den einzelnen Senatsverwaltungen, also den Ministerien sozusagen, wenn man will, in Berlin. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber in die Richtung scheint das zu gehen.
Ja. Was ist die Folge davon? Ja, ich denke, der zentrale Effekt wird sein, dass dieser eben beschriebene Anstieg der Angebotsmieten, also für freie Wohnungen, gebremst werden kann. Einfach weil diese Wohnungen nicht mehr für wie heute bis zu teilweise 15, 16, 17 Euro angeboten werden können, sondern nur noch für je nachdem 6 Euro, 7,90 Euro zum Beispiel, wenn sie saniert worden sind. Mit anderen Worten, die Angebotsmieten dürften sich halbieren, was aber natürlich mittelbar auch Auswirkungen hat auf den Mietspiegel, ne? Weil natürlich diese extrem hohen Mieten in den Mietspiegel sich reingerechnet wurden, wobei der Mietspiegel während dieser Deckel gilt, wohl irgendwie außer Kraft gesetzt werden soll. Aber jedenfalls im Grundsatz ist der Haupteffekt, dass der Anstieg der Angebotsmieten gebremst werden kann. Das heißt, Wohnungen werden in Berlin, wenn das so kommt, ab dem Januar wirklich drastisch billiger angeboten werden. Genau. Und dabei ist auch ganz entscheidend, dass die Lage der Wohnung egal ist. Das ist schon interessant, ja. Also es kommt nur auf Baujahr an, Erstbezug, Baujahr-Erstbezug. Hat das Ding ein Bad, hat das Ding eine Heizung, was für eine Heizung, was für ein Bad hat es? That's it. Das heißt, eine Wohnung am Potsdamer Platz, ja, mitten in Berlin, der ist was, Anfang der 90er, 95 oder was sind die da zum Teil gebaut worden? Ja, da ging das so los bis Anfang der 2000er. Ja. Da wird dieser Deckel gelten bei irgendwie knapp 9 Euro oder gut 9 Euro. So, heute zahlst du da 15, 16, 17 Euro für eine Wohnung. Ja, und die muss noch nicht mal schön sein. Wenn, ja, die weitervermietet wird, kommt der Deckel. Ja. Das bedeutet, die Leute zahlen da für eine 100 Quadratmeter Wohnung jetzt was, 1500, 1600 Euro und demnächst dann 900 irgendwas. Ja. Da sparen die ordentlich. Ja, teilweise werden Leute da bis zu 1.000 Euro sparen, je nachdem, was sie bisher an Miete bezahlt haben. Und zwar pro Monat. Ne? Mit anderen Worten, das wird dazu führen, dass deutlich mehr Kaufkraft gibt bei den Menschen, die in Berlin wohnen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das, und da kann man sich die Frage stellen, wofür werden sie das Geld ausgeben? Na, ich denke jedenfalls teilweise in Berlin. Ja, wahrscheinlich für Essen gehen, Kleidung zum Beispiel, aber natürlich auch für alle möglichen anderen Konsumausgaben. Also ich finde, das klingt erstmal so, die Volkswirtinnen unter euch können sich da ja mal zu Wort melden. Vielleicht sind ja auch ein paar hier im Raum, die können dann gerne eine E-Mail schreiben. Aber das scheint mir doch eine Umverteilung zu sein, die weggeht von den Immobilienbesitzern hin zu den Mieter und Mieterinnen, ja, von der vielleicht die ganze Volkswirtschaft durchaus profitieren könnte. Das andere, die Kehrseite ist natürlich aber, dass Immobilien billiger werden. Ja, der Wert sinkt. Der Wert sinkt, ganz klar, weil eine der bekannten Bewertungsmethoden für Immobilien das sogenannte Ertragswertverfahren ist. Also auf Deutsch, welchen Ertrag kann man in einem bestimmten Zeitraum mit dieser Immobilie erzielen? Und wenn die Miete gedeckelt wird, staatlicherseits, dann sinkt natürlich dieser sogenannte Ertragswert. Und das dämpft ganz deutlich die Spekulation mit Wohnungen. Ja, das führt aber natürlich auch dazu, dass bestimmte Menschen oder Unternehmen, die in den letzten Jahren im Vertrauen auf immer weiter steigende Mieten gekauft haben, möglicherweise ein Problem mit ihrer Kalkulation kriegen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr knapp kalkuliertes Darlehen aufgenommen hat, keine Ahnung, 80-90% des Kaufpreises auf Pump finanziert, wenn man gedacht hat, man kann es sehr teuer vermieten, dann kann es irgendwann natürlich auch durchaus knapp werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere knapp kalkulierende Kleinvermieter durchaus Stress bekommt. Aber wie ist denn das jetzt mit diesem Argument, ja, da haben wir ja kein Geld mehr für die Investitionen. Dann verfallen die Häuser, die Fassaden. Ja, das ist eben die zentrale Frage, ob man von den bisher extrem hohen Mieten denn tatsächlich so viel investiert hat. Und man muss schon sehen, bei dem Mietendeckel, da greifen wir jetzt ein bisschen vor auf die rechtliche Bewertung, bei dem Mietendeckel, der Mietendeckel darf von Verfassungswegen nicht dazu führen, dass die Vermietung auf Dauer für den Vermieter sich nicht mehr rechnet. Also der Vermieter darf nicht durch so einen solchen Mietendeckel in die Situation kommen, dass er Verluste macht oder dass die Substanz des Eigentums gefährdet ist. Ne? Der ein oder andere hat es vielleicht in der vergangenen Lage gehört, da haben wir sehr ausführlich einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse, also dem anderen Eingriff in die Mietpreise besprochen und da das Bundesverfassungsgericht im Prinzip gesagt, soziales Mietrecht ist wunderbar, auch Eingriffe staatlicherseits um der Gentrification, also der Aufwertung der sogenannten und damit der Verdrängung entgegenzuwirken, das ist alles wunderbar, aber die Grenze ist dort erreicht, wo der Vermieter auf Dauer miese macht oder wo in die Substanz des Eigentums eingegriffen wird, einfach aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Philipp, weil die Investitionen unterbleiben. Das heißt also, da wird sicherlich so ein kleines bisschen Druck vom Kessel gelassen werden. Der Mietpreisdeckel wird da einfach nicht ganz dicht sein können. Und das hat tatsächlich auch dieser Gesetzentwurf schon vorgesehen. Es gibt also die Möglichkeit, sich unter bestimmten Voraussetzungen vom Mietpreisdeckel auch befreien zu lassen. Da muss man dann vermutlich als Vermieter so eine Kalkulation vorlegen, nach dem Motto, habe ich gekauft für X, darauf zahle ich im Monat so und so viel Zinsen. Und wenigstens diese Zinsen muss ich ja über meine Miete refinanzieren können. Also da denke ich, das war eine sehr weise Entscheidung, den Deckel da eben mit so einem
einem Überdruckventil zu versehen. Denn damit hat die Senatsverwaltung im Grunde genau diese Bedenken aus Karlsruhe schon antizipiert. Ja, heißt das, gilt das auch für energetische Sanierung? Na, da gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, die Miete etwas anzuheben. Ne? Ja. Das heißt also, wenn man jetzt keine Luxussanierung macht, sondern wenn man tatsächlich nur eine energetische Sanierung macht, dann kann man immerhin 1 Euro auf jeden Fall umlegen. Mehr kann man umlegen mit Genehmigung der Behörde. Und ansonsten würde ich mal denken, ist das doch eine wunderbare Gelegenheit, da eben mit Subventionen einzugreifen. Also wenn man das Gefühl hat, dass tatsächlich die Mietpreisbremse und oder die Handhabung dieser Befreiungsmöglichkeiten für Renovierung, wenn das dazu führt, dass die Vermieter nicht mehr engagiert renovieren, dann ist das doch genau die Gelegenheit, um da Geld zu investieren vom Bund. Denn man kann die Klimaziele ja unter anderem auch dadurch erreichen, dass wir weniger CO2 produzieren beim Heizen unserer Häuser. Ist das denn jetzt eine gute Nummer? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Maßnahme, die auf jeden Fall das Mietpreisniveau in Berlin drastisch senken wird. Und ich finde es sehr interessant abzuwarten, ob es tatsächlich zu dramatischen Problemen kommen wird. Also ein Problem rein organisatorischer Art, das gerade bei der ersten Version wirklich wahrscheinlich dramatisch ausgefallen wäre, nämlich dass die Behörden total zusammenkrachen, das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr vorstellen. Klar, ich meine, es werden noch einige tausend Menschen in Berlin solche Anträge auf Mietsenkung stellen, weil sie halt vorrechnen können, dass die Miete mehr als 30% des Haushaltseinkommens ausmacht. Aber ich denke, damit werden die Behörden schon klarkommen, denn diese Berechnungen sind ja jetzt auch nicht ultra kompliziert. Ne? Man legt halt den Mietvertrag vor, man legt einen Kontoauszug vor, das zahle ich hier, das ist mein Einkommen und damit sind die 30% überschritten. Das ist ja, wie soll ich sagen, kein ultra komplexer Prüfvorgang und das kann man sogar halbwegs automatisieren. Ja, wollen wir hoffen, dass die Berliner Verwaltung das hinbekommt, das mit IT wenn zu dann die Berliner Verwaltung. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber man kann es jedenfalls versuchen. Man kann sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellen, ob denn diese Entscheidung, ja, Absenkung des Mietniveaus, ob die denn überhaupt richtig aufgehoben ist bei den Verwaltungen. Ja? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass es zum Beispiel ausgestaltet wäre als ein Anspruch des Mieters an den Vermieter auf Änderung des Vertrages. Jetzt ist es ja so, wenn du das senken willst und sagst, ich habe 30%, mehr als 30% des Einkommens gebe ich für die Miete aus, liebes Bezirksamt, senkt das. Und das Bezirksamt sagt, ja, kannst du senken und der Mieter, der Vermieter muss das senken, absenken auf diesen Deckel. Und der Vermieter sagt, nö, mach ich nicht. Dann verklagt er das Bezirksamt. Ja, genau. Also das ist dann, der Witz ist halt, so wie das jetzt ausgestaltet ist, wird aus einer eigentlicher zivilrechtlichen Geschichte zwischen Mieter und Vermieter, bürgerliches Recht, ja, Wirtschaftsbeziehung, wird eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gemacht. Ne? Der Mieter stellt einen Antrag beim Bezirksamt, das Bezirksamt erlässt einen Bescheid gegenüber dem Vermieter, hey, Miete absenken. Und davon, von diesem Bescheid, ist wiederum der Mieter begünstigt. Also ein klassischer Verwaltungsakt mit Drittwirkung. Und der Belastete, in diesem Fall also der Vermieter oder auch die Vermieterin, muss dann wahrscheinlich Widerspruch erheben. Ist noch nicht klar, ob es ein Widerspruchsverfahren gibt. Und wenn das nicht klappt, dann dagegen klagen vor dem Verwaltungsgericht. Ja, die Verwaltungsgerichte werden sich auch bedanken, denn die sind bislang, die haben auch viel Stress an der Backe, ja, Straßenausbaubeiträge zum Beispiel oder ganz viele Asylklagen, aber mit Mietstreitigkeiten hatten sie Gott dank bisher nichts zu tun. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Verwaltungsrichter wirklich einen Sekt aufmachen. Juristen haben wahrscheinlich zusammengezuckt. Ja. Vom Verwaltungsgericht. Ja, ja. Ja. Mal ganz ehrlich, also da kann man sich schon fragen, ob das sinnvoll ist. Ich habe da lange drüber nachgedacht, warum man das so ausgestaltet hat. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, das ist vermutlich einfach der Tatsache geschuldet, dass das Land Berlin für eine zivilrechtliche Lösung, ja, also Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Senkung des Mietzinses, keine Gesetzgebungskompetenz hätte. Denn das Zivilrecht ist ja durch das bürgerliche Gesetzbuch geregelt. Und da hat der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht wohl abschließend Gebrauch gemacht. Das heißt, das Land Berlin kann nur noch öffentlich-rechtlich regeln, kann nicht mehr das Zivilrecht regeln an dieser Stelle. Das heißt, es geht nur im öffentlichen Recht durch einen Bescheid des Bezirksamts. Für das, was eigentlich total sinnvoll wäre, hat das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz. Aber was da jetzt geschaffen wird, ist schon ein ziemliches Bürokratiemonster. Wenn das Bezirksamt gegen den Vermieter vor Gericht sitzt, weil der Vermieter sich weigert, die Miete zu senken, hat das Bezirksamt doch nur so, na mal so lala, Interesse daran, da ja, richtig klar Druck zu machen, während der Mieter, die Mieterin daneben sagt, hier, jetzt mach mal. Und Bezirksamt, du, ich habe noch 800 andere von diesen Fällen. Ja. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja, das Problem ist natürlich, oder was heißt das Problem? Die rechtsstaatliche Lösung ist dann, dass natürlich auch der Mieter klagen kann. Ne? Du kannst ja das Bezirksamt dann auch verklagen auf Erlass eines solchen Bescheides. Das ist dann, ja, ja, das ist, deswegen sage ich, ne? Das, also was da jetzt geschaffen wird, geht gesetzgebungskompetenzmäßig nicht anders, weil die wirklich sinnvolle Lösung, Anspruch des Mieters nicht geht, ja, jedenfalls nicht mit Landesrecht. Aber die, was jetzt geschaffen worden ist, ist es wird ein ziemliches Bürokratiemonster. Weil irgendwer klagt immer. Entweder klagt der Mieter, ja, Verpflichtungsklage, Bezirksamt, mach mal. Oder der Vermieter klagt, Anfechtungsklage, dieser Bescheid hier ist rechtswidrig.
Okay, also ich glaube, das läuft richtig smooth durch. Ja, zumal ja die das zumal das Verwaltungsgericht Berlin, wie viele Verwaltungsgerichte in Deutschland ja sonst gar nichts zu tun hat, Stichwort Asylklagen. Ja? So, wie ist denn das jetzt mit diesem Argument, das bremst Neubauten? Wir wissen ja alle, wir haben zu wenig Wohnungen. Mhm. Ja, Neubauten sind häufig teuer, aber trotzdem brauchen wir ja Neubauten. Jetzt gilt ja dieser Deckel nur für Bauten vor 2014. Ab nach 2014 kannst du ja mehr nehmen. Ich vermute aber, dass das nach, das stand in dieser Verlautbarung der Senatsverwaltung nicht drin. Ich vermute, dass sich das ja wahrscheinlich nach oben bewegen wird. Also, dass du jetzt sagst, okay, 2014 aufwärts ist nicht vom Deckel betroffen, und dass du, wenn du das aber in ein paar Jahren machst, sich das nach oben schiebt. Also du, gut, das weiß man, das weiß nicht, man halt nicht. Muss man gucken, wie das Gesetz dann aussieht. Also zunächst mal würde ich sagen, wenn das nicht gilt für Neubauten, dann ist das ja gerade ein Anreiz, also Neubauten zu kaufen, statt Bestandsbauten. Na, also wenn ich jetzt mal mich in die Position eines Investors versetze, Bestandsbauten zu kaufen, ist erstmal keine gute Idee, weil ich da ja nur sehr gedeckelte Mieten nehmen kann. Wenn ich hingegen das Geld in einen Neubau investiere, Klammer auf, wenn ich nicht genug Geld habe, kann ich ja in einen Fonds investieren, der Neubauten erstellt, Klammer zu, ja, dann kann ich immerhin eine gewisse Weile, ein paar Jahre, fünf Jahre oder so, Marktmieten nehmen. Und deswegen denke ich mal, dass das Argument mit der dämpfenden Wirkung auf den Neubau nicht so wahnsinnig plausibel ist. Ganz im Gegenteil, sind Neubauten ja überproportional renditeträchtig, wenn der Mietdeckel für Altbauten gilt. Ja. Jo. Also ich finde, also vielleicht hat das Ding ein paar Nebenwirkungen, aber es ist auf fünf Jahre begrenzt. Und ich finde es gut, dass die Politik hier einen ernsthaften Versuch unternimmt, sich dieses Problems anzunehmen. Ja. Es ist nicht das einzige Werkzeug, nicht der einzige Hammer, der im Werkzeugkasten liegt. Ja, wir haben immer noch zu wenig Wohnungen und es müssen immer noch mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Ja. Oder die Quoten, die bei Neubauten für Sozialwohnungen ausgewiesen werden, erhöht werden. Da gibt es jede Menge. Ja. Aber für die Leute, die jetzt in einer Wohnung wohnen oder eine Wohnung suchen oder umziehen wollen müssen, ist das, finde ich, ein in meinen Augen ein redlicher Versuch. Ja. Das heißt nicht, dass der 100% klappt, dass damit alle zufrieden sind, aber ich habe das Gefühl, es ist ein ehrlich und ernsthaft gemeinter Versuch, dieses Problem anzugehen. Ja, ich denke, ich sehe das genauso, Philipp. Ich finde, diese Maßnahme hat vor allem eine ganz wichtige Symbolwirkung, nämlich der Staat kümmert sich um euch. Und wir leben in einer Zeit, wo, das ist kein Geheimnis, eine ganze Menge an rechtspopulistischen Kräften den Eindruck zu erwecken versuchen, der Staat kümmert sich nicht um euch, ihr seid dem Staat egal. Es gibt leider viele Menschen, die sich abgehängt fühlen vom Staat, die das Gefühl haben, das geht alles an mir vorbei, alle anderen machen Reibach und ich bin abgehängt und so. Ne? Kommen wir gleich noch zu, Stichwort Landtagswahlen. Und in dieser Situation finde ich es einfach großartig, dass das Land Berlin sich hinstellt und sagt, wir möchten dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss, dass er keine Wohnung mehr findet. Ich meine, das ist ja eine ganz existenzielle Furcht von Menschen. Ich kenne sehr viele Menschen, die davon auch persönlich betroffen sind in Berlin und ich finde es gut, wenn das Land sagt, wir kümmern uns. Natürlich muss man sehen, ist das überhaupt rechtmäßig? Ne? Das wollen wir jetzt nicht mehr so ganz ausführlich machen, aber weil wir das größtenteils schon besprochen haben, also das, natürlich ist das ein Eingriff in das Eigentumsgrundrecht, aber wer sich da im Detail dafür interessiert, kann die letzte Folge 154 der Lage der Nation anhören. Im Kern kann man sagen, hat Karlsruhe entschieden, Gentrification bekämpfen, soziales Mietrecht, Erschwinglichkeit von Wohnungen für alle sind legitime Ziele staatlichen Handelns und die rechtfertigen auch Eingriffe in das Eigentumsgrundrecht. Aber natürlich muss man dabei die Grenzen der Verhältnismäßigkeit beachten. Wir haben schon zwei genannt, keine Gefährdung der Substanz der Gebäude, keine dauerhaften Verluste und ganz wichtig noch, und da fällt wieder das Stichwort Sozialwohnungen, das ist nur dann verhältnismäßig, dieser Mietendeckel, wenn der Staat tatsächlich das als mildestes Mittel wählt. Das bedeutet, der Staat muss, er kann nicht einfach nur einen Mietendeckel erlassen, er muss auch alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, die ihm zu Gebote stehen, um für eine vernünftige Versorgung der Menschen mit Wohnraum zu sorgen. Und dazu sind natürlich auch Sozialwohnungen eine Möglichkeit. Neubau im Allgemeinen und Neubau von erschwinglichen Sozialwohnungen im Besonderen. Und insofern denke ich, ist das Land Berlin, wenn es diesen Mietendeckel erlässt, ganz besonders unter Druck, auch andere Maßnahmen aus. Zu schöpfen. Man kann jetzt nicht nur sagen, wir machen den Mietendeckel und ansonsten legen wir die Hände in den Schoß. Das wäre verfassungsrechtlich sehr heikel. Ja, und dieses Gebot, Substanz darf nicht gefährdet werden, dem sind sie halt begegnet, indem sie so eine Härtefallklausel eingebaut haben, dass wenn Vermieter und Vermieterinnen sagen, hier, also bei der maximalen Miete, da verrottet mir das Haus aus x Gründen, dann dürfen sie unter Umständen auch mehr nehmen als das, was an maximalen Miete definiert ist. Auch das, ne, ist im Grunde eine Ausprägung dieses Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, ne, wenn es bis hin zu einer Substanz gefährdet
Entscheidung geht, dann ist einfach die Schwelle der Überlastung des Vermieters erreicht und dann kann er einen Antrag stellen. Da muss man, und ich denke, ein weiteres Stichwort neben Verhältnismäßigkeit ist Monitoring. Also man kann vom Land Berlin zum einen erwarten, dass es die Behörden so ausstattet, dass diese Anträge, die da zu stellen sind, Anträge von Mietern, aber auch Anträge von Vermietern, dass die halbwegs schnell bearbeitet werden, ja, innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Jahren. Und man muss natürlich auch schauen, das Land wird schauen müssen, wie diese Maßnahme wirkt. Ob denn tatsächlich die Angebotsmieten sinken, ob es denn tatsächlich zum Beispiel zu einem Zusammenbruch von Neubauwohnungen kommt oder Neubauvorhaben. Das muss man sich angucken. Aber ich teile deine Einschätzung, Philipp, es ist erstmal ein super Versuch und es ist so eine Art Berlin als Experimentierlabor für die Bundesrepublik. Finde ich großartig. Morgen finden ja Landtagswahlen statt in Sachsen und Brandenburg. Das ist von heute aus gesehen morgen. Von übermorgen aus gesehen ist es schon wieder gestern und kalter Kaffee. Deswegen, wenn viele das jetzt hören, wie gesagt, sind die Ergebnisse schon bekannt. Deswegen wollen wir jetzt auf die Prognosen nur so am Rand eingehen. Frage ich dich mal, du hast dich da ein bisschen drum gekümmert, worauf läuft das denn da hinaus? Womit müssen wir denn da so rechnen? Also die Situation ist ja in Sachsen und Brandenburg in gewisser Hinsicht sehr ähnlich. In beiden Ländern regiert nämlich eine Partei im Grunde seit der Wende. In Brandenburg ist es die SPD, erst mit einer Ampel, dann mit einer GroKo, jetzt in einer rot-roten Koalition. Und in Sachsen regiert seit der Wende im Grunde die CDU. Ja, und in beiden Ländern allerdings musste diese führende Volkspartei in den letzten Wochen um die Führung sich Sorgen machen. Ja, es gab also in beiden Ländern die Befürchtung, dass die AfD tatsächlich stärkste Fraktion werden könnte. In Brandenburg haben wir es nach wie vor mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zu tun zwischen AfD und SPD, wobei die SPD da wieder die Führung erringen konnte. Und in Sachsen liegt die Union inzwischen wieder deutlich vor. Also die letzten Umfragen sind so 32 zu Union, AfD 25. Das heißt, in beiden Ländern werden die bislang die Regierung führenden Parteien mit einiger Wahrscheinlichkeit weiterhin stärkste Fraktion. Aber die bisher regierenden Koalitionen werden nicht mehr funktionieren. Also nach aller Wahrscheinlichkeit jedenfalls, wenn man den Umfragen glauben darf, wird es für Rot-Rot in Brandenburg alleine nicht mehr reichen. Und genauso für die Große Koalition in Sachsen. Und da ist es einfach spannend, welche Koalitionen sich da bilden werden. Insbesondere in Brandenburg gibt es also natürlich die SPD, die sich weiter Hoffnung macht, mit einem dritten Koalitionspartner, also zum Beispiel Rot-Rot-Grün, weiterregieren zu können. Aber auch die Union macht sich durchaus Hoffnung. Der Unionskandidat in Brandenburg hat sich da so als Kümmerer in Szene gesetzt, sehr erfolgreichen Wahlkampf gemacht. Und er könnte sich zum Beispiel vorstellen, mit Grünen und Linken zu regieren. Das wäre echt mal eine Neuigkeit, ja, quasi schwarz, grün, lila. Und das klingt, also ich weiß ja, ob es das als Fahne überhaupt gibt weltweit, ja, vielleicht kennt das ja jemand. Auf jeden Fall wäre das natürlich eine echte Herausforderung, gerade für die Basis, ne? Also der Unionsbasis in Brandenburg klarzumachen, dass sie jetzt mit der Linken koalieren und andersrum, da glaube ich, wird man Brandenburger Mischung ist das. Das ist dann die Brandenburger Mischung, da wird also richtig gequatscht werden müssen, bis das funktioniert. Insofern wird es in Brandenburg eine spannende Wahl und in Sachsen natürlich auch. Da ist die Frage halt, ne, ob die Union dann am Ende sagt, ach, mit der AfD machen wir es dann doch. Oder? Also Sie haben ja gesagt, eigentlich wollen wir es nicht. Eigentlich haben Sie es ja ausgeschlossen. Ja, also das würde schon enorm viel politisches Kapital kosten, wenn der dortige Ministerpräsident Kretschmer jetzt doch noch sagen würde, es ist April, wir machen es mit den Aber Schwarzen. Aber es sieht momentan so aus, als würde die AfD nicht in die Regierung kommen. Ja, es sieht in beiden Ländern, ja. Also ich glaube, weil einfach niemand mit ihr koalieren will. Und es gab in Sachsen, muss man zugenommen schon einräumen, natürlich so den ein oder anderen Unionslandtagsabgeordneten, der offensiv mit der AfD geflirtet hat. Aber ich denke, da hat insbesondere die Bundespartei doch sehr deutlich Einfluss genommen und auch der Ministerpräsident hat das ausgeschlossen. Also davon gehe ich nicht aus. Aber klar, wie gesagt, die Koalitionspartner werden miteinander alleine nicht mehr regieren können und deswegen wird es spannend und man muss abwarten, wie es ausgeht. Aber apropos AfD, Philipp, da hatten wir ja noch einen interessanten Artikel gelesen. Ja, naja, ich habe überlegt, ob wir das jetzt noch machen sollen. Da hat Herr Heidmeier ein Forscher aus Bielefeld, der dieses Institut für, habe ich jetzt gerade nicht parat genau den Namen, aber sinngemäß Gewalterforschung und Extremismuserforschung gegründet hat, der hat im Spiegel so einen Artikel geschrieben, in dem er dazu aufgerufen hat, besser zu differenzieren. Und der hat gesagt, man dürfe nicht alle nur Rechtspopulisten nennen, jetzt von Viktor Orban über Polen, über bis Trump AfD. AfD, weil das einfach zu viele unterschiedliche Sichtweisen herangehen Ideologien in einen Topf werfen würde. Und er ist dann mit einem sehr geschmeidigen neuen Begriff um die Ecke gekommen für die AfD, der nennt sich autoritärer Nationalradikalismus. Und
so sehr ich dafür bin, zu differenzieren und so sehr ich dafür bin, auch für die richtigen Phänomene, das richtige Label und den richtigen Namen zu finden, habe ich doch Zweifel, ob sich autoritärer Nationalradikalismus durchsetzen wird. Alleine, weil die da Tagesschausprecher und Sprecherinnen dafür schon eine Nachschulung machen müssen, um das aussprechen zu können. Also, was ich sagen will, ich finde, er macht da durchaus einen Punkt, dass man da genauer hingucken muss, dass sich dieses populistische Moment so ein bisschen ausgelaufen hat eigentlich. Wir da oben, die da unten, das ist so sein Argument. Und dass es jetzt quasi AfD eben auf andere Schienen setzt, die weit über dieses populistische Moment, die Eliten da oben und wir da unten als Stimme des wahren Volkes oder als wahre Stimme des Volkes vertreten euch, dass das weit darüber hinausgeht und eben nationalistische Elemente hat und sehr radikale Elemente hat, die auch Grundprinzipien der Demokratie in Frage stellen, finde ich. Wir verlinken das, könnt ihr mal reinlesen. Ja. Ich finde die Idee, da besser zu differenzieren, gut, auch weil man mit diesen Begriffen immer so um sich wirft und auf einmal gilt dann Rechtspopulist für alles und jeden und dann bedeutet das irgendwann gar nichts mehr. Und das ist nämlich genau der Eindruck, den ich habe. Da sind wir nämlich kurz davor. Ja. Wie gesagt, aber da sollte uns etwas Besseres einfallen als autoritärer Nationalradikalismus. Ja. Das, aber wie gesagt, die Grunddiagnose würde ich nämlich erstmal teilen, dass dieser Begriff des Rechtspopulismus das ganze Problem überhaupt nicht mehr markiert. Ne? Um das vielleicht noch so ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben uns jetzt gefragt, kann man denn eigentlich als Journalisten, ja, die wir ja sind, jedenfalls in der Rolle des Podcasters, können wir denn da eigentlich einen klaren Wahlaufruf starten? Also wir würden selbstverständlich nicht anfangen und sagen, wählt bitte die Partei XY. Aber wir haben uns überlegt, kann man denn eigentlich in aller Deutlichkeit sagen, was immer ihr wählt, wählt nicht die AfD? Ja, finde ich, kann man schon machen, weil Punkt. Ja, das war jetzt eine Steilvorlage. Das war ein bisschen schief. Ja, also, nein, also ich finde, ich denke, man muss da zumindest mal 2 Sekunden drüber nachdenken. Ne? Denn ich meine, wenn man ein journalistisches Format gestaltet, so wie wir, dann muss man natürlich auf der einen Seite Neutralität wahren. Das finde ich schon. Also man sollte die Phänomene, die es so gibt im politischen Raum, grundsätzlich mal fair abbilden. Auf der anderen Seite aber zu Rechtsstaat und Demokratie darf und, finde ich, sollte man sich bekennen. Ne? Gerade als Journalist im politischen Bereich oder natürlich auch genauso als Journalistin ist es aus meiner Sicht die Aufgabe auch, dass man über Rechtsstaat und Demokratie informiert und natürlich grundsätzlich mal für diese beiden Prinzipien einsteht. Und wenn man das als Grundlage seines journalistischen Arbeitens nimmt, dann muss man schon sagen, macht es einem die AfD relativ leicht, da klare Kante zu zeigen. Ja, in Amerika ist es ja anders. Da machen ja durchaus auch Journalisten, geben ja auch explizite Wahlempfehlungen. Es hat ja in Deutschland auch schon gegeben. Das finde ich ist, ja, ich finde das kann man machen, aber selbst wenn man sich auf eine relativ konservative oder vorsichtige Linie begibt, so wie wir, ist es, glaube ich, durchaus akzeptabel zu sagen, wählt irgendeine Partei, nur nicht die AfD. Ja, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich das gerade begründen. Ne? Also ich wollte jetzt ja nicht sagen, sondern ich habe ja, mein Punkt war, Rechtsstaat und Demokratie sind ja jetzt nicht irgendwie beliebige Werte, Philipp. Ne? Rechtsstaat und Demokratie sind ja irgendwie so die Grundlage unseres staatlichen Gemeinwesens, weil sie zum Beispiel sicherstellen, dass die Regierenden tatsächlich vom Volk kontrolliert werden, dass man sich gegen exzessive Anwendungen von staatlicher Gewalt wehren kann und so weiter und so weiter. Und da muss man halt einfach sagen, die AfD lehnt wesentliche Elemente davon ab. Ja? Die AfD sagt im Kern, Rechtsstaat, klar, super, aber nur für Arier. Ja? Wenn du irgendwie aus Ghana kommst, dann soll der Rechtsstaat für dich am besten gar nicht gelten. Oder jedenfalls nur eingeschränkt oder wie auch immer. Jedenfalls keine Gleichheit für Menschen, die aus irgendwie rassischen Gründen als minderwertig angesehen werden. Und alle anderen, außer uns in Deutschland, wer auch immer wir so sind, haben keine Rechte und sollen eigentlich raus aus dem Land. Ne? Sie spielt im Konzert der Parteien nicht fair. Sie wertet nämlich Politikerinnen und Politiker anderer Parteien systematisch ab. Ne? Sie lehnt im Grunde Pluralität und Demokratie ab. Demokratie nämlich nur so lange, wie AfD-Leute gewählt werden. Das muss man sich alles mal vor Augen führen. Das ist eben nicht eine ganz normale Partei, wo man sagen kann, die hat jetzt gerade 15 oder 20%, sondern es ist eine Antipartei. Es ist eine Partei, die ganz systematisch daran arbeitet, dass dieser Laden nicht mehr funktioniert. Und deswegen, finde ich, kann man sagen, wählt demokratisch, wählt rechtsstaatlich und das heißt halt alles außer AfD. Ja, und NPD natürlich. Und das machen ja, das muss man ja auch sagen. Das macht ja auch die Mehrheit in Sachsen und Brandenburg. Ja. Das vergisst man manchmal, auch wenn die AfD 20 irgendwie fast 30% bekommen sollte, ist die große Mehrheit immer noch. Ja? Ja. Trotz allem
auf dem, im demokratischen Lager. Das muss man sich überlegen. Ne? In Brandenburg sind es immerhin 80% der Menschen, der Wählerinnen und Wähler, ja, die eben demokratisch wählen. In Sachsen immerhin 75. Das sind natürlich 25% zu wenig, da muss man nicht drüber schweigen. Aber ich teile deine Einschätzung, im Kern darf man eben auf diesen Ländern nicht rumkloppen. Das ist mir auch deswegen so wichtig zu sagen, weil wir natürlich immer wieder mal über, gerade aus Sachsen, über furchtbare Dinge berichtet haben im Kontext Rechtsradikalismus. Aber damit wollen wir eben auf gar keinen Fall ein ganzes Bundesland über einen Kamm scheren. Ne? Denn es gibt natürlich auch zum Beispiel in Sachsen viele Menschen, die sich antifaschistisch engagieren und versuchen dafür zu sorgen, dass die Nazis da nicht das Ruder öffnen. Ja, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man an dieser Stelle machen muss. Nicht nur wählt demokratisch, sondern zeigt euch. Also es gab Demonstrationen unteilbar in verschiedenen Städten. Es gab andere Demonstrationen. Und es ist einfach mega, mega wichtig, dort seine Nase zu zeigen. Also zum Beispiel wie bei der Unteilbar-Demo, ja, ne? Ja. Genau, das meinte ich gerade so. Ja, ne? Und man kann, das sind die beiden Elemente, finde ich, die zum Pflichtprogramm von demokratisch gesinnten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen gehören, ist wählen gehen von der demokratischen Partei und, sagen wir mal, Gesicht zeigen für demokratische Werte. Ja. So, das sind die beiden Prinzipien, denen müsst ihr folgen. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, ja. Und zwar ein Thema, das im Grunde wieder schön passt unter diese Überschrift, der Staat soll sich um seine Leute kümmern. Ja, und zwar hat die SPD ein Konzept vorgestellt, was ich mir auch immer schon mal länger angucken wollte, was ja auch immer so durch die Medien wabert und gerade so aus dem linken Parteienspektrum immer mal wieder gefordert wird, nämlich das ist die Vermögenssteuer. Ja. Und das ist deshalb so wichtig. Das ist zwar eine Idee der SPD und man weiß nicht genau, was draus wird, ob sie drüber stolpern, es kaputt machen und es ist ihnen alles zuzutrauen. Aber ich finde, ja. Es ist trotzdem. Ja, oder wenn Olaf Scholz sich dafür ausspricht, ja, dann ist auch vorbei. Ganz vorbei. Ja, dann wird es auch gefährlich. So, ja. Also Unvermögenssteuer. Aber okay, man kann eine ganze Menge drüber Witze machen. Aber was ich meine ist, die Idee fußt ja darauf, dass Vermögen besteuert werden. Das sagt man immer so, Vermögen besteuert. Ja, was heißt denn das eigentlich? Es geht darum, dass üblicherweise, nicht nur, aber üblicherweise ja unser Einkommen etc. gesteuert wird, also unser Gewinn, was wir so jeden Monat einsammeln, aber das, was wir dann sozusagen anhäufen die ganze Zeit oder zumindest eine Minderheit anhäuft die ganze Zeit, sind Immobilien, Boden, Unternehmensanteile, Aktien, Bargeld auch. Und die Idee einer Vermögenssteuer ist, dass das besteuert wird. Einmal im Jahr, was ist dein Vermögen, davon sollst du was abgeben. Und der Hintergrund ist einfach, dass die Erträge besteuert werden, aber so niedrig besteuert werden, dass die Vermögen, mit denen, die man dadurch ansammelt, immer weiter wachsen, weil sie nicht besteuert werden und so klafft sozusagen diese Ungleichverteilung des Vermögens, also das, was die Leute so anhäufen im Laufe ihres Lebens, dass das immer ungleicher wird. Genau, wer nichts hat, hat weiter nichts und die viel haben, bekommen immer mehr. Ne? Das ist das, was immer so plastisch dargestellt wird, als die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und man muss dazu wissen, so eine Vermögenssteuer ist jetzt auch keine kommunistische Forderung. Ne? Steht im Grundgesetz. Sie steht im Grundgesetz, haben wir auch gelernt bei der Vorbereitung auf diese Sendung. In Artikel 106 unseres Grundgesetzes steht, dass die Vermögenssteuer den Ländern zusteht. Nicht etwa eine Vermögenssteuer, falls es sie gibt, sondern die Vermögenssteuer. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes gingen offenbar davon aus, dass es sowas geben wird. Und so war es auch. Also bis 1997. Dann allerdings forderte das Bundesverfassungsgericht eine Reform. Nicht allerdings, weil eine Vermögenssteuer prinzipiell nicht geht, wäre ja auch komisch, wenn sie im Grundgesetz steht, sondern weil die konkrete Berechnung damals unfair war. Ja, also wer Immobilien hatte, kam zu gut weg, weil Immobilien mit sogenannten Einheitswerten angesetzt wurden, also mit Werten, die weit unter dem Marktpreis lagen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, na, das geht jetzt nicht. Wenn ihr schon eine Vermögenssteuer erhebt, dann müsst ihr auch alle Typen, alle Arten von Vermögen gleichermaßen dieser Steuer unterwerfen. Das Problem also war nicht die Vermögenssteuer an sich, sondern deren unfaire Berechnung. Und die wurde aber nicht reformiert und deswegen ist sie dann weggefallen. Ganz genau. Wie das manchmal so ist.
Ja, also muss man sehen. Also ja. Das waren 1997, ne? Das war irgendwie so Kanzlerdämmerung, ja, die letzten Monate von Helmut Kohl. Ja, da war also wahrlich der Akku leer und da fehlte es letztlich einfach an der politischen Gestaltungskraft, dass sich Union und FDP damals nochmal zusammengerissen hätten und gesagt hätten, wir stellen diese Steuer wieder auf solide Füße. Und natürlich, ich habe das nicht mehr ganz genau auf dem Zettel, aber es würde mich nicht wundern, wenn die FDP damals auch schon diese Steuer eben einfach am liebsten nicht mehr haben wollte. Und so sind wir halt jetzt zu so einer Situation gekommen, nicht nur, weil diese Vermögenssteuer weggefallen ist, aber sicherlich auch deswegen, wo das Vermögen halt extrem ungleich verteilt ist. Die 45 reichsten Haushalte in Deutschland, nicht 45% oder 45.000, 45. Haushalte. Also mutmaßlich gut 100 Leute. Ein mehr als 44, ein weniger als 46. Ja. Haushalte besitzen so viel wie die gesamte Hälfte der ärmeren Bevölkerung. So ist das verteilt, laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und der Leiter, Marcel Fratscher, der hat mir im Medienradio gesagt, mit dem habe ich ein Interview gemacht, könnt ihr anhören, Medienradio, Link in den Shownotes, der sagte, die oberen 10% der Bevölkerung, die oberen 10%, also 10 von 100, besitzen 65-70% des Vermögens. Für mich ist das wirkliche Problem, dass die unteren 40% praktisch nichts haben, gar nichts. Ja? Also wir haben 40% der deutschen Haushalte, die haben nichts gespart. Gar nichts, also keine Rücklagen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, haben sie ein Problem. 40% der Haushalte. Ja. Und jetzt will die SPD also eine Vermögenssteuer erheben. Thorsten Schäfer-Gümbel hat das Konzept vorgestellt. Er sagt, die SPD wolle Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wieder in den Mittelpunkt stellen. Fein. Er sagte, es soll nur gelten für mehr als 2 Millionen Euro Vermögen. Es soll also wirklich, wie er sagte, nur für Milliardäre und Multimillionäre gelten. Und der Steuersatz soll jährlich 1% auf das Vermögen zwischen 100 Millionen und einer Million. Und einer Million gelten, also 1 Million bis 100 Millionen, 1%. Und darüber, wer mehr als 100 Millionen Vermögen hat, soll 2% zahlen. Das heißt auf Deutsch, wer ein Vermögen hat von 100 Millionen Euro, muss 1 Million Steuern zahlen. Wer nur 1 Million hat, 10.000 Euro. Ne? Klingt jetzt im Pro Jahr. Pro Jahr. Das klingt jetzt nicht nach so einer unfassbaren Summe. Wer mehr als 100 Millionen Euro hat, davon werden dann 2% fällig. Das führt natürlich zu so einer Bruchkante, ne? Bei denen, wer 100 Millionen und 50 Cent auf dem Konto hat, da muss man sich dann die Frage stellen, wie man das irgendwie also sanft überleitet. Ich habe das bisher immer ganz gut geschafft unter diesem... Dich lässt das kalt, Philipp. Ja, also das habe ich immer ganz gut umschifft. Ja, wenn wir noch ein paar Lage-Lives machen, Philipp, dann... Dann haben wir ein Problem. Ne? Gut. So, heute, es ist ja nicht so, dass Vermögen nicht heute auch schon besteuert wird. Ja? Also du hast ja die Grundsteuer, haben wir auch schon viel drüber geredet, die halt, je nachdem wie sie ausgestaltet wird, den Boden oder auch die Immobilie obendrauf besteuert. Du hast die Erbschaftssteuer. Der Unterschied da ist halt, bei der Erbschaftssteuer, da wird halt das besteuert, was du so über dein gesamtes Leben angehäuft hast und am Ende wird Kasse gemacht. Oder Kassensturz gemacht und abgerechnet und da soll halt ein Teil zum Staat gehen. Bei der Vermögenssteuer ist das halt jährlich der Fall. Auch die hast du. Aber insgesamt ist es schon so, dass trotz Grundsteuern, trotz Erbschaftssteuer der Staat nur 30 Milliarden pro Jahr an diesen vermögensbezogenen Steuern einsammelt. Das ist ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung in Deutschland, sagt das DIW. Und andere Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, sammeln viel mehr von diesem Vermögen ein, etwa 3- bis 4-mal so viel. Also erheblich viel mehr Geld und die Wirtschaften sind dort nicht zusammengebrochen. Und die SPD sagt, ist Solidarprinzip, deswegen wollen wir das. Wer so viel hat, kann ohne irgendwelche Spürnachteile was abgeben. Ja, Orientierung am Schweizer Modell. Interessanterweise hat das die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar mal durchdekliniert. Die haben das mal verglichen mit dem Schweizer Modell und die FAZ, die, das kann man in diesem Artikel sehr deutlich sehen, die Vermögensteuer eigentlich nicht für so eine richtig gute Idee hält, muss allerdings einräumen, dass das in der Schweiz irgendwie auch funktioniert. Allerdings ist es so, dass die Einkommensteuersätze in der Schweiz etwas niedriger sind. So, und diese Vermögensteuer soll jährlich so 10 Milliarden Euro einbringen laut SPD, soll für öffentliche Infrastruktur verwendet werden. Ja. Erstmal gut. Ja. Wir sind ja, das ist ja kein Geheimnis, in der Lage grundsätzlich dafür, dass die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gestärkt werden, weil es da eben einfach so viele Probleme gibt, weil es so einen so großen Investitionsrückstau gibt. Stichwort Schienenwege, Stichwort Mobilfunknetze, Stichwort Internetausbau mit Glasfaser, also Nahverkehr, Schulen. Ja, also genau. Jetzt ist Olaf Scholz aber auch dafür. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein großes Problem. Nein, Olaf Scholz ist dabei, obwohl er dem rechten Flügel der SPD angehört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ganz kann ich es noch nicht glauben.
vermutlich hat das damit zu tun, dass er sich ja beworben hat um den SPD-Parteivorsitz. Ja, kleine Fußnote. Da muss man eine Menge Kröten schlucken. Ja, ne? Ja, vor allem muss man ja irgendwie wählbar sein. Ja, und es gibt natürlich sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten bei der SPD, die eher so ein bisschen dem linken Flügel zugeordnet werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz das im Wesentlichen als PR-Maßnahme in der Wahl zum SPD-Parteivorsitz verstanden wissen will, ob das dann noch gilt, wenn er gegebenenfalls gewählt ist. We don't know. Also jedenfalls, das Thema wollen wir auch nicht völlig ausblenden. SPD-Parteivorsitz machen wir aber nicht heute, nee. Machen wir vermutlich mal nächste Woche. So, aber trotz der Unterstützung von Olaf Scholz ist das natürlich, weiß Gott, kein Selbstläufer mit dieser Vermögenssteuer, denn es gibt eine ganze Reihe von Gegenargumenten. Philipp, unter anderem Gegenargument Nummer eins, die Ungleichheit in Deutschland sei gar nicht so groß, wie es immer scheint. Wenn man diese Zahlen zum Beispiel hört, 45 Haushalte haben irgendwie erhebliche Anteile am Vermögen insgesamt, klingt das natürlich krass, aber wie ist denn das jetzt? Ist die Verteilung überhaupt so? Naja, also das Argument ist immer, ja, in diese Vermögensberechnung fallen die Renten- und Pensionsansprüche nicht mit rein. Okay. Ja, also wenn man, weil die in Deutschland angeblich besonders hoch sind, ja, müsste man das sozusagen mit berücksichtigen und so wenig Vermögen hätten dann die Leute gar nicht. Also du meinst, wenn man quasi die Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung noch kapitalisieren würde, was die in Euro wert wären, wenn man sie sich auszahlen lassen könnte, dann okay. Ja, aber ganz ehrlich, nur weil die Leute eine okaye Rente kriegen, weißt du, haben sie ja noch kein Vermögen. Ja, genau. Und ich finde, trotzdem das Problem besteht, die Zahlen haben wir gehört, und dass es da, sagen wir mal, eine Umverteilung geben sollte, die auch in anderen Ländern funktioniert, finde ich, kann dieses Argument nicht entkräften. Das andere Argument ist, weiß ich nicht, ob das gegen die Vermögenssteuer spricht oder dafür, Sonderfaktor ostdeutsche Teilung, also dass Menschen in Ostdeutschland über lange Jahre, während der DDR nämlich, kein Vermögen haben ansparen, anhäufen können, so wie das im Westen der Fall war. Ja, mag sein, aber daran würde eine Vermögenssteuer pro oder contra auch nichts enden, weil wenn sie kommt, wenn sie käme, flösse sie den Ländern zu, ja, ja. Steht ja so im Grundgesetz. Steht ja so im Grundgesetz. Also das ist dann sozusagen so gedreht ein Argument gegen die Vermögenssteuer, weil sie an diesen Sachverhalt nichts ändern oder kann. Oder es ist jedenfalls die Entkräftung eines Pro-Arguments. Wenn man sagt, der Osten muss beim Vermögensaufbau nachholen, dann kann man dagegen halten und sagen, naja, dann muss man alles Mögliche machen, aber die Vermögenssteuer bringt nichts. Ich glaube, es ist kein Gegenargument, sondern es ist die Entkräftung des Pro-Arguments Vermögensaufbau Ost. So. Okay, also aber, Behauptung ist, es muss einen Vermögensaufbau Ost geben. Mhm. Dafür sagt das Argument, taugt aber die Vermögenssteuer nicht, genau. Weil arme Länder eben wenig Vermögen haben und deswegen auch wenig aus der Vermögenssteuer bekommen. Okay. Genau, wobei man sagen muss, also nur weil die Länder die Vermögenssteuer bekommen haben, hätten natürlich die Menschen auch im Westen nicht mehr. Ne? Also das, also ich finde das Argument so ein bisschen schräg. Vor allem aber finde ich, muss man mal kurz darüber nachdenken, nur weil die Länder die Vermögenssteuer bekommen, muss das ja nicht bedeuten, dass quasi die Steuer auch genau in dem Land landet, wo sie erhoben wird. Man könnte ja genauso sagen, man baut aus dieser Vermögenssteuer einen bundesweiten Infrastrukturtopf und den verteilt man dann nach Köpfen auf die Länder. Ne, das heißt, dann hätte man im Grunde also so eine Art 60% Bayern und 40%. Ja, 60% der Einnahmen aus Bayern, aber natürlich nicht 60% der Menschen in Bayern, also nicht 60% der Kohle nach Bayern. Nein, aber man könnte da im Grunde relativ einfach so eine Art Länderfinanzausgleich 2.0 draus machen. Mhm. Ne? Wenn man halt sagt, man erhebt die Kohle eben danach, wo das Vermögen liegt, und verteilt sie aber nach Köpfen an die Länder. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Und so wie ich das sehe. Da höre ich Hamburg schon ganz laut applaudieren. Ja, Hamburg gehört ja tatsächlich zu den Ländern, die vergleichsweise gut dastehen. Ja, genau. Muss man schon sagen. Naja, aber das ist jedenfalls eine, deswegen glaube ich, dieses Argument lässt sich nicht so wirklich ins Feld führen, aber es kommt immer in diesem Kontext, deswegen wollten wir damit hier auch nicht hinterm Berg halten. Das andere ist, dass Wohlhabende bereits schon überdurchschnittlich belastet sind. Ja, also wir haben progressive Einkommensteuer, je mehr du verdienst, desto mehr Steuer zahlst du. Was stimmt? Ja. Aber immer noch weniger Einkommensteuer als unter Helmut Kohl. Ja. Wir haben heute 45% Spitzensteuersatz, unter Kohl waren es über 50. Also insofern ist das alles relativ. Darüber haben wir auch schon neulich länger gesprochen beim Stichwort Soli. Thorsten Schäfer-Gümbel, der das eben für die SPD ausgekungelt hat, der hält dem außerdem entgegen, dass die Geringverdiener im Verhältnis deutlich stärker sogar betroffen seien, nämlich von indirekten Steuern. Ne? Wenn ich nur 1.500 Euro zur Verfügung habe im Monat, dann treffen mich die 19% Umsatzsteuer und auf meine Milch und meine Eier. Ja, und genau. auf meine Nahverkehrstickets und worauf diese 19% sonst so an, halt einfach wesentlich stärker. Das heißt also, die Umsatzsteuer macht dann schon ganz erheblichen Anteil an meinen Ausgaben aus. Also auch nicht so richtig überzeugend. Das wichtigste Argument, finde ich, mit eins der bedenkenswertesten ist, Erhebung der Vermögenssteuer ist nicht effizient. Es ist sehr aufwendig.
Denn es muss das Vermögen ja jährlich, zumindest regelmäßig irgendwie geschätzt und erhoben werden, damit man weiß, wie viel Steuern zu zahlen sind. Angeblich war es so, dass vor dem Auslauf 1997 30% der Einnahmen, die durch die Vermögensteuer reinkamen, wieder rausgingen. Als Bürokratiekosten. Das ist natürlich extrem viel, denn wir wollen das Geld ja, wenn, dann in die Infrastruktur stecken und nicht in irgendwelche Behörden. Und die EW sagt auch, dass das irgendwie die Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Dass es nur leicht sozusagen diese Einkommensverteilung reduzieren konnte. Da weiß ich nicht, ob das ein Tippfehler ist, weil wir wollen ja die Vermögensverteilung ändern und nicht so sehr die Einkommensverteilung. Äpfel und Birnen mit verglichen. SPD sagt, ja, 30% ist natürlich zu viel. Wir werden 5-8% Kosten haben, um die zu erheben. Untersuchungen selber haben sie nicht gemacht. Sie haben sich mit ein paar Experten unterhalten. Und warum soll das so günstig und so effizient sein, sagt Schäfer-Gümbel, Digitalisierung. Okay, also ja, wobei, wenn ich mir dann so gerade die Berliner Verwaltung anschaue, da wird einfach wahnsinnig viel Geld auch verbrannt bei der Digitalisierung. Also insofern, da bin ich nicht so ganz sicher. Also da müssen wir, glaube ich, ehrlich passen, ne? Wie viel Erhebungskosten da wirklich anfallen können, also man muss schlecht beurteilen. Man muss ja sagen, je nachdem, wie die Grundsteuer ausgestaltet ist, erfasst man da schon mal Grund und Immobilien. Ja. Nicht ganz einfach zu erfassen sind halt Unternehmensanteile, also Unternehmensbeteiligung und Aktien. Aktien haben ja meistens einen Kurswert, aber an Unternehmensanteile, 20% an der so und so GmbH, schwierig. Wie ist das mit dem Finanzvermögen, was du so ansammelst, wie erfasst du das? Ja, die haben natürlich häufig einen Nominalwert, ne? Wenn du halt einfach ein Depot hast, das in einem bestimmten, mit einem bestimmten Nennbetrag, dann kann man den natürlich nehmen. Also mit anderen Worten, die Bewertung ist nicht ganz einfach, da müsste man sich Gedanken darüber machen, wie man das vereinfacht. Möglicherweise könnte man ja auch so ein zweistufiges Verfahren einführen, dass man bestimmte Vermögensgegenstände, wie zum Beispiel Grundstücke oder Firmenanteile, nur alle 5 Jahre bewertet, ne? Dass es quasi einen Bewertungsbescheid gibt vom Finanzamt, das gibt es in anderen Bereichen auch, und dann 5 Jahre lang dieser Wert zugrunde gelegt wird und du kannst dann halt einen Antrag stellen, die Bewertung zu ändern, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ja, keine Ahnung, das Haus auf dem Grundstück ist abgebrannt oder so. Dann haben wir noch, und das ist auch noch ein ganz wichtiges Argument, was immer reingeführt wird, die Familienunternehmen. Genau, das finde ich ehrlich gesagt auch ein Argument, da müssen wir ein Momentchen drüber reden, das ist schon relevant. Also, weil Familienunternehmen heißt, gibt ein Familienunternehmen, Tochter hat 20%, Sohn hat 20%, dann sind diese 20% quasi Vermögen. Ja. Und der Herr Fratscher, den wir auch schon gehört haben, Direktor oder Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagt zu diesen Familienunternehmen. Wir haben in Deutschland eine Struktur, wo viel des Vermögens in Familienunternehmen ist. Also ein mittelständisches Unternehmen, 500 Angestellte oder auch vielleicht nur 100 Angestellte, die es vielleicht schon seit 3 Generationen gibt oder seit 30 Jahren hier eine Frau oder ein Mann was aufgebaut hat. Und das ist so das Rückgrat unserer Wirtschaft. Diese mittelständischen Unternehmen sind häufig die ihre Leute gut versorgen, ihre Leute gut bezahlen von Löhnen her, die langfristig denken, also nicht kurzfristig Profit und hier möglichst viel Geld machen, sondern wirklich versuchen, langfristig hier was aufzubauen. Da liegt wahnsinnig viel Vermögen. Und das ist das Problem gar nicht so sehr, wer hat wie viel Vermögen, sondern was machen die Menschen damit? So, und das Argument ist, ja, die machen, tun ja Gutes und deswegen darf man ihnen nichts abzwacken. Ja, ich habe da mal einen Freund von mir interviewt, der als privater Vermögensverwalter für diese Leute tätig ist. Das heißt, der lässt sich von Firmeninhabern Geld geben und investiert das wieder. Und das heißt, der kennt so ein bisschen die Denke dieser Menschen. Das fand ich sehr interessant, was der mir dann so gesagt hat. Also er sagt, diese und viele dieser Unternehmen leisten einen sehr wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Haben wir gehört. Sind häufig bessere Arbeitgeber als so manche Heuschrecke. Das muss man schon mal ehrlich sagen. So. Und diese Menschen sehen einfach häufig eine Besteuerung des Unternehmens an sich, also nicht der Erträge, ne, sondern es geht ja hier um die Besteuerung des Unternehmens an sich, als Angriff auf das, was sie geschaffen haben. Also die Denke ist dann so ein bisschen, ich arbeite hier Tag und Nacht, ja, habe häufig irgendwie meine eigene Privatinsolvenz 2-3 Mal riskiert, baue ein Business auf, schaffe 30, 40, 100, 500 Arbeitsplätze, zahle krass Steuern und Rente für diese, für meine Einkünfte und Rente für meine Mitarbeiterinnen und so. Und jetzt wird auch noch das Unternehmen, das ich hier aufgebaut habe, als solches besteuert. Ne? Und dann so der Extremfall ist dann, wenn man sich überlegt, dass ja durch Steuern häufig auch Dinge versucht werden zu verbieten. Ja? Stichwort CO2-Steuer, die erhebt man ja, weil man möchte, dass möglichst wenig CO2 emittiert wird. Soll das dann heißen, dass Unternehmen als solche böse sind, weil man Steuern auf den Bestand eines Unternehmens erhebt? Das ist natürlich ein bisschen Polemik, muss man ehrlich sagen. Aber er sagt halt, er kann das schon so ein Stück weit verstehen. Es fühlt sich halt mies an, wenn du was aufbaust und dann dafür auch noch Steuern bezahlst. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, ich finde das schon, ist ein nachvollziehbares Argument. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, was diese Privatunternehmen, diese Familienunternehmen, was diese Familienunternehmen
an Rendite erwirtschaftet. Ja? Dann landen wir nach Auskunft der Bundesbank 2017 im Schnitt bei über 17% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Das muss man sich überlegen. Eigenkapitalrendite deutscher Unternehmen im Schnitt 17,2%. Also die haben 100 Euro eingesetzt für Maschinen, haben sich Häuser gekauft, Land gekauft, Halle gebaut, so, und kriegen dafür 17 Euro Gewinn. Ja. Und wenn Sie jetzt nach diesen Plänen der SPD... Und das ist übrigens nach Steuern, ne? Das, da haben Sie schon alles bezahlt. Genau. Das heißt, Vorsteuern ist 25, glaube ich. Ne? Vorsteuern ist 25% Rendite, genau, glaube ich. Genau. Ne? Ja. So, und nach Steuern sind 17 und das ist der Reingewinn. Und wenn Sie davon 1 Euro oder 1,50 Euro abgeben sollen. Von den 17 Euro Gewinn. Von den 17 Euro Gewinn. Finde ich, kann man zumindest darüber nachdenken, ob das nicht verhältnismäßig ist. Wenn dieses Geld eingesetzt wird, würde ich sagen, in zum Beispiel so einem Infrastrukturfonds, wo wir wirklich nicht irgendwelche Luftschlösser finanzieren, sondern das Geld so investieren, dass eben auch unter anderem dann diese Familienunternehmen durch besseren öffentlichen Nahverkehr, durch Schienen, durch Internet, durch Straßen etc. Durch Internet vor allem und Mobilfunk. Davon profitieren. Ich finde, das kann man vertreten. Ich finde das ehrlich gesagt auch. Deswegen haben wir das mal nachrecherchiert mit dieser Eigenkapitalrendite, weil das Argument ja häufig kommt, ne? Dass man halt, dass halt einfach diese Steuer auf das Unternehmen dann dazu führt, dass zum Beispiel nicht investiert wird. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn von 17,20 Euro 1 Euro oder 1,50 weggehen, ich glaube nicht, dass das irgendwelche fühlbaren Unterschiede macht. Übrigens sieht das auch im Mittelstand so aus, ne? Also ist jetzt, also die deutsche Industrie generell 17% und die Zahlen im Mittelstand sehen ähnlich positiv aus. Also der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat mal ausgerechnet, dass die Eigenkapitalrendite da 2015 12% erreichte und inzwischen, das war 2017, wieder 14%. Also etwas schlechter als bei den Großunternehmen, aber immer noch so gut, dass 1% abgeben vermutlich nicht wirklich wehtut. So, und dann das letzte Argument ist, kann man das nicht besser machen, ist die Erbschaftssteuer nicht das bessere Instrument? Ja, die Erbschaftssteuer, ne, wie gesagt, nicht einmal im Jahr von dem, was angesammelt wurde, abschöpfen, sondern am Lebensende einmal einen Schnitt drunter. So haben Menschen ihr ganzes Leben Zeit, Reichtum anzuhäufen, aber am Ende des Lebens musst du davon der Allgemeinheit was abgeben. So, und Schäfer-Gümbel gesteht auch, ja, das ist eigentlich das effizientere Instrument, aber er argumentiert im Spiegel, naja, aber es lässt sich so schlecht verkaufen. Weil wenn wir von Erbschaft reden, dann fühlt sich auch Omi und Oppi angesprochen. Mhm. Wenn wir aber von Vermögensteuer reden, dann fühlen sich, sagen wir mal, 80% nicht angesprochen, weil die sich nämlich für total verarmt halten. Und das lässt sich einfach besser verkaufen. Und ich finde, das ist ein schwaches Argument. Ich finde, ein stärkeres Argument gegen die Erbschaftssteuer ist, dass es einfach so furchtbar schwer ist, glaube ich, zu verhindern, oder sag mal so, dass es so furchtbar schwer ist, wirklich durchzusetzen am Ende, dass diese Erbschaftssteuer auch gezahlt wird. Ja, weil es nämlich so viele Möglichkeiten gibt, Vermögen zwischen den Generationen weiterzugeben. Und zwar gerade in dem Bereich, wo es langsam spannend wird, weil die Menschen sehr reich sind. Also wenn man zum Beispiel an das klassische mittelständische Unternehmen denkt, ja, die so und so GmbH, dann kann man natürlich einfach warten als Firmeninhaber, bis man verstirbt. Und dann erben die Nachfolger eben die ganzen Gesellschaftsanteile an der GmbH. Aber das ist natürlich eine dumme Lösung. Ja, also jeder Unternehmer, der halbwegs bei Trost ist, macht sich natürlich schon viel früher Gedanken über seine Nachfolge und dann könnte man einfach seinen Kindern einfach diese Geschäftsanteile peu à peu überschreiben, ja, alle 5 Jahre 5% oder so und damit schöpft man dann die Freibeträge, die es ja gibt bei der Erbschaftssteuer, also die Beträge, die man ohne dass Erbschaft oder in diesem Fall Schenkungssteuer anfällt, weitergeben kann, schöpft man einfach 5 oder 10 Mal hintereinander aus und zahlt unterm Strich auf die Vermögensnachfolge keine oder nur ganz geringe Erbschaftssteuer. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch würde denn jetzt spontan sagen, ja, ich bin für eine Vermögensteuer. Oh, also ich will mal sagen, so optisch etwa 3/4. Bestimmt 3/4. Wir hatten das, es gibt ja dieses ganz geile Format, Intelligence Squared oder so ähnlich heißt das. Ja. Da werden die Leute vor einer Debatte gefragt, seid ihr für eine Vermögensteuer oder dagegen? Dann wird man debattiert, bedebattiert und am Ende wird man nochmal, fragt man die Leute nochmal und dann ist das ganz interessant. Okay, das müssen wir mal, machen wir uns mal Gedanken, wie man das machen könnte. Ne? Genau. Also jedenfalls, die Erbschaftssteuer ist einfach so ein bisschen kompliziert, weil es so viele Umgehungsmöglichkeiten gibt. Also ist ja schon kein Zufall, dass Erbschaft und Schenkungssteuer im Prinzip dasselbe sind, weitgehend. Aber das funktioniert eben leider einfach nicht so richtig. Und außerdem finde ich, hat diese Vermögenssteuer den riesigen Vorteil, dass die jährliche Belastung mit 1 oder 2% einfach sehr niedrig sein kann. Das heißt, die jährliche Belastung ist so niedrig, dass sie nicht so richtig wehtut. Und wenn man denselben wirtschaftlichen Effekt erzielen wollte
ja, mit der Erbschaftssteuer, dann müsste man viel, viel höhere Steuersätze nehmen. Also nicht 1%, sondern ich habe es nicht durchgerechnet, ja, 25, ja, 30, 40. Ja. Das heißt, die Sätze wären dann sehr hoch. Und dann müsste man sagen, könnte gerade bei Unternehmen es wirklich schwierig werden. Ne? Wenn ich mir überlege, dass bei einem Unternehmen, beim Familienunternehmen, ja, der schwäbische Mittelständler, da steckt das Geld, oder liegt das Geld ja nicht auf dem Bankkonto, da steckt das Geld ja in den Liegenschaften oder vielleicht auch in den Patenten, die man über die Jahre so angesammelt hat. Und diese Dinge müsste man dann ja wiederum irgendwie zu Geld machen, um diese Steuer auf einen Schlag bezahlen zu können. Und das kann dann tatsächlich problematisch werden. Ne? Da müssen am Ende Kredite aufgenommen werden oder so. Insofern denke ich auch, ist das ein großes Problem, wenn da mit einmal Big Bang so viele Steuern gezahlt werden müssen. Und deswegen bin ich so in der Tendenz auch dafür, dass man tatsächlich mal über eine Vermögenssteuer nachdenkt, ja, eher als über eine Erbschaftssteuer. Aber man muss dann natürlich sich Gedanken machen, wie man die Erhebung vereinfachen kann. Also das kann nicht sein, dass irgendwie von jedem eingenommenen Euro 30% wieder in der Bürokratie verbrennen. Wir haben ja noch ein unterhaltsames Thema aus Großbritannien. Ja. Da muss man sich ja wieder vergegenwärtigen, dass wir am 31. Oktober eigentlich einen Brexit haben und so kompliziert die Lage sich die ganze Zeit gestaltet hat, so einfach sieht sie auf den ersten Blick nämlich jetzt aus. Ja. Am 31. fällt Großbritannien aus der EU raus, genau, entweder mit Vertrag oder ohne. Und so wie Boris Johnson, der Premierminister das gerade macht, sagt er, wir gehen auch ohne Deal, no ifs and buts. Genau, also das ist das Ding. Der sagt ganz klar, zumindest formuliert er das so, wir gehen da auch raus, wenn es keinen Vertrag gibt, wonach es überhaupt nicht aussieht, dem er zustimmen kann, dann gehen sie raus. Jetzt hat er, man hat mal gefragt, also man muss natürlich immer an dieser Stelle dazu sagen, das ist natürlich nicht Gott gegeben. Ja? Also natürlich könnte die Europäische Union, wie sie das ja schon getan hat, auch diesen Brexit-Termin wieder verschieben. Ja? Da müssten die verbleibenden Mitgliedstaaten das einstimmig beschließen. Und vor allem müsste das einen Antrag geben, genau, aus London. Und ja, das will Boris Johnson. Danach sieht es nicht aus. Er hat im Grunde, muss man sich auch wirklich mal überlegen, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, er hat ein Ziel, raus, egal wie. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist also eine selten klare, man könnte auch sagen, eine selten fanatische Position für einen demokratischen Politiker. Na gut, ich würde es mal klar nennen. So, und jetzt hat man sich natürlich immer gefragt, wie will er das denn machen? Und jetzt sind wir diese Woche ein bisschen schlauer geworden, wie er das machen will. Er hat nämlich das Parlament quasi ausgeschaltet. Auch interessant, ja. Auch ja, interessant. Machen nicht viele Demokraten. Ja, vor allem so lupenreine Demokraten, genau, wie Boris Johnson. Also der Move ist, er hat das Parlament in die Ferien geschickt. Genau. Ja? Was also, ja nicht ungewöhnlich ist. Nein, das Parlament in Großbritannien wird regelmäßig in die Ferien geschickt, allerdings nur für wenige Tage, um quasi Luft zu schnappen für die sogenannte Kronrede, ja, oder Thronrede der Königin. Ja? Das läuft halt so, der Premierminister schreibt auf, was sein politisches Programm ist, drückt der Queen dieses Programm in die Hand, dann kommt sie ins Parlament, trägt die Position der Regierung vor und damit ist dann das Parlament wieder öffnet. Normalerweise gehen dieser Thronrede wenige Tage Auszeit voraus. Boris Johnson indes hat jetzt bei der Queen eine 5-wöchige Parlamentspause beantragt und die Queen hat da auch mitgespielt. Verfassungsrechtler sagen, da konnte sie auch irgendwie nicht so richtig anders. Boris Johnson hat das damit begründet, ja, dass er einfach in Ruhe seine politische Agenda für die Zeit nach dem Brexit formulieren muss und die dann eben in Form einer Thronrede verkündet werden muss. Also weil Boris Johnson 5 Wochen Zeit braucht, um die Thronrede zu schreiben, muss das Parlament so lange chillen. Das ist so, die Idee. Und das bedeutet, also 5 Wochen allein ist ja noch nicht das Problem, sondern die Thronrede soll am 13. Oktober, glaube ich, stattfinden. Mhm. Am 31. wäre dann der Brexit. Das macht und 18 Tage. Das macht 18 Tage und es gibt natürlich viele im Parlament, die diesen Brexit zumindest ohne Vertrag unbedingt verhindern wollen. Und es gab Pläne, das über ein Gesetz zu machen, das der Regierung verbietet, die Europäische Union zu verlassen ohne No-Deal. So ein Gesetz in wenigen Tagen dann nach dem 13. Oktober noch durchzubringen, scheint ziemlich aussichtslos. Ja, also dieser Move von Boris Johnson macht es dem de facto fast unmöglich, so ein Gesetz noch rechtzeitig durchs Parlament zu bringen, denn danach müsste ja eben auch noch Boris Johnson tatsächlich das in Brüssel notifizieren und dann müssten die anderen Mitgliedstaaten das noch beschließen. Ja. Also da tatsächlich vor diesem 31.10. noch eine weitere Verschiebung nach Artikel 50 des EU-Vertrages hinzubekommen, das wird knapp und damit muss man sagen, ist dieser Brexit ohne Deal sehr viel wahrscheinlicher geworden, was bedeutet Grenzkontrollen, Warenkontrollen und so weiter und so weiter. Also die Reaktion war natürlich entsetzt. Viele sind auf die Straße gegangen, auch weil sie sagen, hey, da kommt einer, der wurde von
nicht mal 100.000 Tory-Mitgliedern zum Premierminister quasi gekürt, hat keine Wahl überstanden, hätte wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit im Parlament bekommen, wenn er sich dort zur Wahl hätte stellen müssen. Interessanterweise, ne? Gibt es ja keine Abstimmung. Also im Bundestag hätte es ja sowas gegeben wie ein konstruktives Misstrauensvotum. Es hätte einfach ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin eine Mehrheit finden müssen. Das gibt es im britischen Parlament nicht, sondern man geht irgendwie zur Queen und sagt, ich glaube, ich habe eine Mehrheit und wenn die Queen diese Einschätzung teilt, dann ernennt sie den Premierminister. Also. Ja, ist so. Ja, ist kein Witz. Also, ist so. Gut. Das führt übrigens auch dazu, dass jetzt die Autorität der Queen extrem angekratzt ist, weil man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass sie diesen undemokratischen Move von Boris Johnson so einfach beitritt. Aber offensichtlich hat die Queen es gemacht. Wie gesagt, Verfassungsrechtler sagen, sie kann auch nicht anders, weil dieses traditionelle Vorrecht der Queen letztlich inzwischen durch den Premierminister ausgeübt wird. Das sei die britische Verfassungstradition. Die Opposition reagiert völlig ratlos. Also man hat kurz mal überlegt, Misstrauensvotum, da ist eigentlich das Problem, dass man sich nicht auf einen Kandidaten einigen kann. Das heißt, das Parlament agiert genauso planlos wie im Grunde seit dem Brexit-Referendum oder allerspätestens seit den Neuwahlen, ne, die Theresa May da angesetzt hat. Das Parlament weiß ganz viel, was es nicht will, aber es weiß eben leider in den entscheidenden Punkten nicht, was es will. Ja, und selbst wenn Sie jetzt ein Misstrauensvotum beantragen würden und die Regierung, also Johnson, hat mit der DUP eine Stimme Mehrheit und Sie würden es schaffen, eine Mehrheit, sagen wir mal, gegen Johnson zu bekommen, was nicht klar ist, aber was auch alles andere als sicher wäre, dann müssten Sie aber einen Alternativkandidaten, also die Opposition müsste einen Alternativkandidaten finden, der Queen vorschlagen. Wenn Sie das nicht schaffen, bleibt Johnson im Amt und kann Neuwahlen anberaumen. Und das macht er natürlich nicht vor dem 31. Oktober, sondern erst danach. Genau, also in anderen Worten, man sieht so ein bisschen, dass Großbritannien sich in einer handfesten Verfassungskrise befindet, weil, ehrlich gesagt, dem Parlament weitgehend durch diese Moves die Hände gebunden sind. Also es ist interessanterweise tatsächlich so, dass ein Mann weitgehend alleine dieses Funktionieren der demokratischen Maschine in London weitgehend gelähmt hat. Und das ist für mich, also ich habe ja in der letzten Folge, von diesem Buch erzählt, How Democracies Die, war ein Hinweis von euch in den Kommentaren. Und ehrlich gesagt ist dieser Fall quasi ein Musterbeispiel aus diesem Buch. Als Kennzeichen für aufkommende Autokraten, für eine Demokratie, die Risse zeigt. Nämlich dieses Phänomen, dass Inhaber von Macht, von Institutionen, diese Macht bis ins Letzte ausnutzen. Es ist nicht illegal, was er macht, da sind sich, glaube ich, alle einig. Der Rechtsweg hätte wahrscheinlich wenig Erfolg. Aber Großbritannien ist dafür ein gutes Beispiel, weil kein Staat der Welt hat alles, was die Institutionen und Politiker dürfen, in Buchstaben geregelt. Es gibt immer Spielraum, es gibt immer Auslegung. Und in keinem Staat der Welt ist das, glaube ich, oder in keinem Industriestaat zumindest der Welt, ist dieser Auslegungsspielraum so groß wie in Großbritannien. Sie haben keine geschriebene Verfassung. Ja. Sehr, sehr viel basiert auf Traditionen, haben wir immer schon so gemacht, und Konventionen. Mhm. Und hier geht Johnson hin und nutzt seine Macht, soweit es geht, aus, um eine andere wichtige Säule der Demokratie, das Parlament, in einem der wichtigsten Momente dieser Demokratie kaltzustellen. Also ehrlich gesagt, ist Boris Johnson als solcher ja überhaupt keine Säule der Demokratie, denn er ist ja nicht gewählt. Also wenn überhaupt, ist das Parlament die Säule der Demokratie und Boris Johnson leitet seine Legitimation von diesem Parlament ab. Von diesem Parlament ab, aber er ist schon Vertreter oder von der Queen, Exekutive. Ja. Er ist sozusagen betraut mit exekutiver Macht. Ja, aber er hat keine eigene demokratische Legitimation. Das ist der Witz. Also ein Akteur, der selber nicht legitimiert ist, aus eigener Kraft, das macht es schaltet den legitimierten Akteur aus. Das macht es noch grotesker. Ja. Also dass er nicht mal wirklich gewählt wurde, sondern wie beschrieben, wirklich keine Legitimation hat, das dann ausnutzt, um das Parlament kaltzustellen, nicht rechtswidrig, aber das ist sozusagen in diesem Buch beschrieben ein wichtiges Merkmal und ein wichtiger Mechanismus, ein wichtiger Hebel, wie Demokraten in der Demokratie agieren, um die Demokratie von innen auszuhöhlen. Ja, aber einfach, wenn die Institutionen das mit sich machen lassen, und da muss man natürlich sagen, gab es in den letzten Tagen auch ein sehr schönes Gegenbeispiel, Philipp, ne? Ja. Du hast das, glaube ich, bei The Daily gehört? Ja, ich habe das bei The Daily gehört und ich fand das sehr interessant. Und zwar geht es da um Italien. Da hatten wir ja so ein ähnliches Phänomen, dass wir diesen Innenminister hatten, Herrn Salvini von der Lega, der sich für wahnsinnig populär hielt, aber eigentlich ein Menschenfeind und ein Rassist und Nationalist ist. Und der glaubte sich in der Lage, aufgrund von Umfragen und überhöhtem Selbstwertgefühl, dass er, wenn er jetzt diese Koalition dort
dort platzen lässt, der nächste Ministerpräsident Italiens wird. Mhm. Und dann kann man sich, das ist jetzt hypothetisch, aber man kann sich, glaube ich, schon ausmalen, was das für Italien bedeutet hätte. Was passiert? Genau nämlich das Gegenteil von dem, was in Großbritannien passiert. Da nehmen sich die Institutionen ernst und das Parlament sagt, nein, das machen wir nicht mit. Wir, in dem Fall Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung, haben riesige inhaltliche Differenzen, ja, aber die legen wir jetzt mal beiseite und bestimmen eine neue Regierung, um uns gegen Herrn Salvini zu wehren. Und schwupps, war er weg. So, ich muss mal gerade ein Foto machen. Das sah irgendwie cool aus, wie Philipp da saß. Das na, Hauptsache, ihr hört ja zu. Das ist ja der. Ich habe dir zugehört, Philipp. Ja. Ich finde, also, entgegen einer weit verbreiteten Skepsis bin ich ja durchaus multitaskingfähig, jedenfalls in engen Grenzen. Und ich habe dir durchaus zugehört, Philipp. Ich finde, dass ich teile nämlich deine große Freude über diese Selbstermächtigung des italienischen Parlaments. Ne? Dass es im Grunde die Differenzen, ja, von denen viele dachten, dass sie eben nicht mehr zu überwinden sind, hinten anstellen und sagen, nein, jetzt geht's eben, geht dieser populistische Plan von Salvini eben nicht auf. Wir raufen uns zusammen und zeigen uns als kreative und verantwortungsvolle Demokraten. Und das ist nämlich der nächste Punkt, der auch in diesem Buch How Democracy Style beschrieben wird als Gegenmittel, dass die Institutionen, dass die Politiker, Politikerinnen erstmal parteiintern, aber dann auch im Parlament sich zur Wehr setzen müssen und da nicht einfach mitspielen dürfen. Und da würde ich sagen, also, liebe Queen, die hört ja auch die Lage, glaube ich, hört ja auch Podcast. Ja. Liebe Queen. Ja. Oder nicht zu sagen, you Lizzie. Didn't save us. Lizzie, ja? You didn't save us. Ja. Du musst was tun. So geht das nicht. Und da würde ich auch sagen, ja, es ist natürlich wahrscheinlich so, dass es die Konvention gebietet, dass sie das abnickt. Mhm. Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht, mir ist diese Monarchie sowieso total suspekt und wegen mir könnten sie die morgen abschaffen und ich finde die Queen sowieso eine lächerliche Figur. Aber Das hört sie doch, Philipp. Aber in dem Fall. Das kannst du doch nicht machen. Das war kein Beispiel, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, sagen wir es mal so. Nein, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber ich finde dieses italienische Beispiel deswegen so wichtig, weil man die Demokratie eben, glaube ich, nicht rettet, dadurch, dass man im Grunde die Konflikte zudeckt und Menschen eben nur als Rechtspopulisten bezeichnet, anstatt sie als Antidemokraten zu bezeichnen, zum Beispiel. Und mir geht bei diesen ganzen Aktionen, die letztlich die Demokratie aushöhlen, immer so durch den Kopf, dass das ja nicht präzedenzlos ist. Ne? Natürlich sind so Nazi-Vergleiche immer ganz wahnsinnig, wahnsinnig problematisch, aber ich möchte euch trotzdem ein kurzes Zitat vorlesen, das überraschend alt ist, nämlich aus dem Jahr 1928. Da hat Josef Goebbels, der ja später durchaus einflussreich wurde, im Völkischen Beobachter, so dem Hauptblatt der Nazis, mal ein paar Sätze geschrieben, öffentlich, ja, in aller Öffentlichkeit, ganz kackdreist, zur Strategie der Nazis im Umgang mit den demokratischen Institutionen. Der hat nämlich geschrieben, Zitat jetzt: Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Und wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre Sache. Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren. Ja? Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen, das schreibt er in aller Offenheit, das konnte jeder lesen. Ja? Das ist eine Kampfansage an die Demokratie und da muss man sich einfach überlegen, ist das denn so viel anders, was heute mitunter geschieht, wenn Leute davon schreiben, in Wahlkämpfen, ja, sie müssten quasi die Wende vollenden? Ja? Also ganz ehrlich, das ist genau das, was wir jetzt gerade zur Zeit zu lesen kriegen. Das ist der Slogan der AfD in Brandenburg. Wende 2.0, Wende vollenden, gerade so, als gäbe es noch die DDR auszuschalten. Ja, also das ist, finde ich, noch ein anderes Thema. Aber was mir gerade durch den Kopf geht, es gibt ja in Deutschland diesen Begriff der wehrhaften Demokratie. Und ich überlege mir gerade, ob das nicht ein zu formeller Begriff ist, der zu sehr auf die Institutionen abzielt. Also, dass man Parteien verbieten kann, wenn sie verfassungswidrig und verfassungsfeindlich sind. Ob dieser Begriff der wehrhaften Demokratie nicht eigentlich kulturell ausgedehnt werden müsste und dass wir alle dazu mit aufgerufen sind, weißt du, solche Normenverletzungen und solche, wie das Johnson jetzt macht, ja, das ist ja nicht offensichtlich illegal, nö, aber dass man solche Normenverletzungen und, sagen wir mal, so eine verloren gegangene Selbstmäßigung von Politikern, dass man das
mit in diesen Begriff der wehrhaften Demokratie einbauen muss, dass es wirklich um auch ein kulturelles Phänomen und ein kulturelles Verhalten von uns allen geht. Ja, also ich meine, immerhin ist ja der Slogan, wie man diesen Begriff der wehrhaften Demokratie häufig übersetzt, ist ja keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Ne? Das ist im Grunde so die Idee, dass man sich nicht auf die Grundrechte berufen kann, wenn man sie im Grunde einsetzen möchte, um die Grundrechte als solche abzuschaffen. Und vielleicht muss man da einfach so ein bisschen wacher sein. So, wir haben jetzt noch einen Veranstaltungstipp und dann entlassen wir uns. Ganz genau, kurzer Veranstaltungstipp. Und zwar kommt ja die Gemeinnützigkeit immer mehr unter Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben in der Lage vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ATTAC, die Organisation, die sich für eine gerechtere Weltwirtschaft einsetzen wollte, die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen hat. Und da ist sie leider, ehrlich gesagt, nicht die einzige Organisation. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Vereinen, die Probleme mit dem Finanzamt bekommen, häufig unter dem Vorwand, dass sie zu politisch sein. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, möchte darüber diskutieren, möchte die Zivilgesellschaft stärken und gerade auch mit den Finanzbehörden ins Gespräch kommen, wie man das Gemeinnützigkeitsrecht möglicherweise anders organisieren kann. Und deswegen organisieren wir eine Veranstaltung zu diesem Thema. Tagsüber gibt es so Closed Shops, so einen Expertenaustausch zwischen NGOs, Vereinen, Wissenschaft und der Finanzverwaltung. Und abends aber gibt es eine öffentliche Diskussion in Berlin und dazu gibt es noch ein paar Tickets. Also wer sich dafür interessiert, für das Thema Gemeinnützigkeit, ist herzlich eingeladen, zu unserer Diskussion zu kommen. Link packen wir in die Shownotes. Kostet auch nichts und wir freuen uns über eure Anwesenheit. Genau. Gab noch ein lustiges Feedback, fand ich, zur Bahn und zur Bundeswehr. Müssen wir jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber das Lustigste fand ich eigentlich, ja, soll doch die Bundeswehr all ihren Soldaten und Soldatinnen gleich zwei Bahncard 100 finanzieren. So nähern wir uns wenigstens diesem Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr auszugeben. Oder? Finde ich eine super Idee. Ja. Ja. Wenn wir einfach die Bahn subventionieren und das brechen wir dann gegenüber Donald Trump als Bundeswehrausgaben. Genau. Finde ich einen total coolen Hack eigentlich. Muslim ban alike. Genau. Deutsche ban alike. Nee, ich finde das eine super Idee und Buchhaltungstricks, ich bin mir sicher, damit kennt sich Donald Trump aus. Ja. Also das ist eine schöne Idee. Das ist eine super Idee. Zweites Feedback, apropos Buchhaltung, zu unserem Blog zu den Banken in der vergangenen Woche. Das war großartig, also hat ganz, ganz viel Feedback in den Kommentaren gebracht. Total spannende Kommentare. Im Grunde gab es so zwei Richtungen. Die einen sagten, die Banken wären bei uns zu schlecht weggekommen, denn jetzt mal etwas kurz zusammengefasst, die Banken haben es schwer. Die Banken haben es zum einen deswegen schwer, weil das Zinsniveau so niedrig ist. Das heißt, die ganzen Sparguthaben, die Leute bei den Banken deponieren, bringen momentan ganz wenig Ertrag und deswegen haben die Banken einfach wenig Geld. Und das zweite sei Überregulierung, also immer mehr Anforderungen von staatlicher Seite, insbesondere seit der Bankenkrise, führen dazu, dass Kontoeröffnungen wesentlich schwieriger geworden sind. Mag sicherlich was dran sein. Wir hatten beide trotzdem so ein bisschen das Gefühl, das kann man besser organisieren. Ne? Auch wenn es alles nicht so einfach ist, man kann es besser organisieren. Und wirklich spannend waren die Kommentare zu diesem EDV-Problem. Ne? Wir hatten ja geschildert, dass dieses Rechenzentrum der Volksbank und Raiffeisenbanken momentan nicht so richtig gut funktioniert. Diese Fiducia GATT, ne? Wie das neuerdings heißt, so ein fusioniertes aus dem alten Fiducia und der alten GATT. Und da gab es eine Reihe Insider, die kommentiert haben, ich arbeite bei einer Bank und in der Tat ist es eine Katastrophe, mit denen zusammenzuarbeiten und so. Also wir wollen jetzt gar nicht drauf rumhacken. Jedenfalls ist es so, dass das eben so ein Monopolanbieter ist und das offensichtlich nicht so gut funktioniert. Aber was uns besonders gefreut hat, einige Kommentatoren wussten auch zu berichten, dass da jetzt intern wohl schon mal angeklopft wurde bei der Fiducia GATT nach dem Leute, das mit der Sammlerauflösung, das muss jetzt immer mal pronto funktionieren. Insofern vielen Dank an die Lagehörerinnen und Lagehörer, dass sie sich da engagieren. So, dann eine kurze Korrektur mit einem allgemeinen Hinweis verbunden. Ich hatte in der letzten Sendung, als es um Grönlandkauf und Donald Trump ging, sagen wir mal, ein paar Gedanken ausgebreitet, die Sascha Lobo wiedererkannt hat aus seiner Kolumne im Spiegel. Er hat sich jetzt nicht beschwert, er hat das sehr freundlich und schmunzelnd und angemerkt. Und das war, glaube ich, wirklich nur ein Scherz. Ja, oder? Das war nur ein Scherz. Also ich erwähne das auch nicht deshalb, weil er hat sich ja nicht beschwert, aber ich erwähne das deshalb, weil ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt habe dabei. Ja, ich habe diese Kolumne gelesen.
wie wir eben so vieles lesen und das hier mal so ein bisschen skizziert. Es passiert eben manchmal, dass wenn man hier liest und da liest und hier liest und da liest und das liest und das dann mündlich wieder da bringt, dass dann eben manchmal die Quellenangabe unter den Tisch fällt. Ja, normalerweise packen wir ja alles in die Shownotes, was wir lesen. Wir haben auch das in die Shownotes gepackt. Aber achso, wir hätten nicht ausdrücklich gesagt, war eine Idee von Sascha. Na gut. Ja, das verschwimmt halt manchmal so ein bisschen. Deswegen, aber war kein böser Wille, das wollen wir nochmal. War kein böser Wille, er hat es auch nicht so gemeint. Ich wollte nur nochmal, es hat mich sozusagen... Ich wollte diesen Anlass nutzen, um mal auf dieses, sagen wir mal, Phänomen hinzuweisen und weil ich mich eben auch ertappt gefühlt habe. Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank, Sascha, für diese Inspiration. Zum letzten Punkt wollen wir jetzt kommen. Wir haben nämlich den Klimawandel heute Abend, glaube ich, live gespürt. Wie viel kann man sagen? Also Amazonasbrände wollen wir nicht verharmlosen, aber hier war es auch warm. Genau, deswegen konnten wir mit euch nicht mehr über Feuer reden. Ja? Genau. Wir fanden, das war einfach too much. Das schieben wir auf die nächste Sendung, weil das ist jetzt einfach zu warm. Das ist dann immer noch heiß, das Thema, würde ich denken. Gut, aber in zwei Wochen... Lass es kommen. In zwei Wochen kommt der nächste IPCC-Bericht raus. Das ist dieses, sagen wir mal, Meta-Gremium von Wissenschaftlern zum Thema Klimawandel. In zwei Wochen kommt ein neuer IPCC-Bericht, Philipp, und zwar der zur Lage der Ozeane. Genau, und ich habe jetzt in dieser Woche mit ein paar Wissenschaftlern gesprochen, die da mitarbeiten. Die Details kommen dann, wenn das Ding rauskommt. Teaser, Cliffhanger. Genau. Ja. Nur ein Funfact, und das gibt ja manchmal so Sachen, wo man denkt, ach, diese Naturwissenschaften. Also, das Eis auf Grönland, Überraschung, Überraschung, Schmilzt. Genau, schmilzt. Ja. Waren das die Grönländer oder waren das die Isländer, die jetzt diese Woche einen Gletscher symbolisch zu Grabe getragen haben? Das habe ich. Ich glaube, das war auf Island. Ich glaube, also es ist jetzt tatsächlich der erste Gletscher auf, ich meine, es war Island, leg mich nicht fest, ist tot. Okay. Ist offiziell für tot erklärt worden. Schön. Also nicht schön, aber gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, wolltest du sagen. Genau. Jedenfalls, wenn das Eis auf Grönland schmilzt, und die haben gesagt, ganz schmelzen wird es nicht, aus physikalischen Gründen, die wir jetzt hier nicht näher erläutern können, aber es schmilzt und wird auch mehr schmelzen, Folge nicht, erstmal nicht groß überraschend, der Meeresspiegel, wenn es richtig schief läuft und wenn auch das westarktische Schelf da abschmilzt, wird steigen, im schlimmsten Fall um einen Meter. Das ist eine Menge. Dann ist eine Menge. Sieht nämlich ganz schlecht aus für Holland. Aber der Meeresspiegel vor Grönland wird um einen Meter sinken. Frage, wieso? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Eis weg ist, dann fehlt ja der Druck von dem Eis. Das heißt, Grönland hebt sich vielleicht so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine Erklärung. Aber die eigentlich coole, das wäre ja langweilig. Deswegen hast du das Thema nicht angeschnitten. Genau, es steht übrigens nicht im Pad. Fällt euch das ein? Ich weiß es wirklich nicht. Es steht nicht im Pad. Warum? Also das ist eine Sache. Das Eis geht weg, weniger Druck von oben. Grönland kommt aus der Kruste. Okay. Aber das was ist ja der noch, andere Grund? Das ist ja aber im Grunde ja noch so ein bisschen Fischertechnik. Ne? Das kann man sich alles noch vorstellen. Aber was ist der andere Grund? Der andere Grund ist, jetzt liegt da so viel Eis auf Grönland, dass die Gravitation dieses Eises ausreicht, um den Ozean so ein bisschen das Ufer hochzuziehen. Was? Und wenn das Eis zieht das Meer an, so wie der Mond. Wenn das Eis genau, hat er auch gesagt. Ein Mond, wie ein Mond auf Grönland. Das ist ja krass. Okay. Aber das finde ich macht deutlich, mit was für ein komplexes System das ist, mit dem die da operieren. Ja. Und dann entdecken die auf einmal, das Eis, das Wasser schmilzt, sickert irgendwie in das Eis oder in den Schnee auf Grönland, aber unten gefriert es wieder, dabei wird Wärme frei, die wiederum die Oberfläche anheizt und wir stellen fest, solche Art von Seen, unterirdischen gefrorenen Seen gibt es mittlerweile überall auf Grönland. Ups, ein neuer Effekt. Also, mehr dazu in der nächsten Folge. An dieser Stelle und in diesem Sinne würde ich denken, ist die Lage der Nation und des Grönlandeises abschließend und umfassend erörtert. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke fürs Zuhören. Winke, winke. Macht's gut, Hamburg. Und bleibt da. Bleibt da.